Auf der Suche nach dem ältesten Angelköder Deutschlands, Österreich und der Schweiz bin ich unterwegs. Und Sie wissen von nichts. Ich bin heute in Kiel. Und schaut euch mal dieses Angelfachgeschäft an. Angeljoe in Kiel. Und guck mal, da ist sogar Gamagatsu dran. Savage Gear, DAM, Spro, ganz groß, Angeljoe. Ein sehr, sehr großes Fachgeschäft. Schaut euch mal das Boot hier vorne an. Auch das Boot ist da. So ein altes Boot, was ist das? Meint ihr, es ist auch seetüchtig? Guck mal hier. Krass. Ja, das ist eine Deko. Wer weiß, wie die Geschichte von diesem Kahn war hier. Das werden wir gleich drin erfahren. Angeljoe in Kiel. So, ich habe meinen Koffer mit. Guck mal hier, alles da. Und ich bin mal gespannt, ob Angeljoe in Kiel für mich einen ganz, ganz alten Köder hat. Guck mal, Eiselefishing ist da. Mehr Fisch, mehr Fun. Und guckt euch den mal an. Dieser Fisch hier hat ein ganz, ganz starkes Gebiss. Steinbeißer oder Cuttfisch, genauer gesagt, Seewolf, manchmal auch genannt. Guck mal, und das ist hier Angeln wie die Weltmeister. Guck mal, und das sind zwei ganz, ganz bekannte Angler, die viele Pokale gewonnen haben. Und zwar der Heiner und der Günther Grossmann. Heiner und Günther Grossmann. Und ich habe selber mit denen schon mal geangelt, vor vielen, vielen Jahren. Auf einer Angeltour auf der Ostsee. Es wird also richtig spannend. Ich freue mich, hier zu sein. Und Sie wissen von uns, ein Köderautomat. So, Köderautomat, Videoüberwacht. Wollen wir mal schauen. Einbruch zwecklos, tägliche Kassenleerung. Aber da ist gerade nichts drin. Vielleicht auch nur am Wochenende. Jetzt gehe ich mal runter. Da unten ist noch was. Guckt mal hier. Ein Grundvorfach bekommt ihr hier noch. Ein Köderautomat. Das finde ich ja witzig. Ich denke mal, das ist bestimmt am Wochenende voll. Zum Wochenende wird der bestimmt voll gemacht. Denke ich mir mal. Ich weiß es nicht ganz genau. So, heute ist der 16.11.2023. Das sind die Öffnungszeiten. Sogar Hermes? Kann man hier Pakete abgeben, denke ich mal. Das ist ja krass. Winteröffnungszeiten, ein bisschen anders. Januar bis März, Samstag 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Da bin ich mal gespannt, wenn ich gleich in den Laden reingehe. Da bin ich doch mal gespannt. So, ich würde mal sagen, Zeit ist Fisch. So, schaut euch das mal hier an. Das Fachgeschäft. Angeljoe in Kiel. Boah, ist hier Ware drin. Leute, was ist denn hier los? Ist hier Ware drin? Boah, guck mal, allein Meeresangeln. Ja, das war klar. Ganz viel Meeresangeln. Ich glaube, hier draußen ist ein, was ist das hier? Ein großer Heilbutt oder so? Und ich stehe direkt im Eingang. Ich muss ein Stück weiter vorgehen. Sonst geht immer die Klingel los. Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Und hier ist so eine Art Infostand oder so. Sich mal gucken. Ihr Erfolg beginnt. Grossmanns, den Weltmeister. Hallo Günther, ich grüße dich. Hi. Du, sag mal, ich komme ganz unangemeldet hier bei euch vorbei. Hast du ein bisschen Zeit? Kannst du mir den Laden mal vorstellen? Das kriegen wir hin. Ja? Ich schnall dich einfach an. Also du kriegst gleich ein Mikrofon. Und dann, ja? Wollen wir das machen? Geht los. Ja, mega. Top, machen wir, okay. Günther, was ist das für ein Fachgeschäft hier, sag mal? Ja. Angeljoe Kiel.
Ich denke, da bist du richtig hier, ne? Hier kriegst du alles, was das Herz begehrt. Das ist krass, oder? Mhm. Ich kam hier rein und Leute, schaut mal, wie groß das ist. Und vor allen Dingen, was ist das hier vorne? So ein Empfangstresen? Was habt ihr hier? Ja, hier haben wir so ein Basteltresen, ne? Da kommen die ganzen Norwegenfahrer, die fahren ja hier, die Fähre ist 500 Meter weg. Und dann zeigen wir ihnen halt, wie so ein Vorfach gebaut werden muss. Und hier hast du halt Fachberatung, hier stehen Weltmeister, die dir wirklich zeigen, wie man das macht, ne? Ja, Weltmeister, ich weiß. Und, ich meine, ihr seid ja eigentlich so drei Brüder, ne? Die, ja. Ich kenne euch von früher noch, wir waren früher auch mal angeln zusammen. Auf so einer wahnsinnigen Tour von der Firma Dega, weißt du das noch? Ja. Mit Bernhard Mielitz. Ja, genau. Da haben wir hier viel Hochseeangeln gemacht und da gab es noch die großen Dorsche in Mengen und ja, das waren tolle Zeiten. Ne? Das war krass, was haben wir da gefangen? Ja, alles Dorsche in wirklich Hülle und Fülle, ne? Da brauchte man nicht nach Norwegen fahren. Ne? Und jetzt da ist die Fähre gleich nebenan? Hier ist die Fähre 700 Meter weg, kannst du zu Fuß dein Auto in Ruhe parken, wenn du kommst, kommst hier wieder zurück und dann kannst du die Stunden, die du noch hast, bis die Fähre geht, hier im Angelladen genießen. Ne? Das ist die Fähre, ich würde jetzt zu Fuß rübergehen, ist die Fähre? Ja, das ist kann man die von hier sehen? 700 Meter. Nein. Ja, doch, du kannst den Schornstein sehen. Ja. Nein, wirklich? Ja. Das ist ja Kiel. Na, kannst du jetzt nicht, ich muss den Schlüssel holen. Ach so, Kiel-Oslo oder was? Kiel-Oslo, ja. Ja? Ja. Krass. Gut. Das ist, ja, die machen ja viele, ne, am Norwegen rüberfahren. Ja, das machen ganz viele und die haben dann eben, die meisten kommen so Österreich, Bayern oder so und die haben natürlich Wartezeit. Die fahren ja nachts los, müssen mit einrechnen, dass ein Stau ist, sind manchmal 5-6 Stunden vorher hier und dann kommen die hier rein, die kennen uns auch über Jahre und dann gibt es ein Käffchen und wir basteln hier ein bisschen, was gibt es für neue Köder und ja, das ist eine gute Sache, denke ich. Und du hast gesagt Weltmeister. Was ist, erzähl mir was. Was ist, ich habe draußen gesehen ein Foto, ganz viele Pokale habt ihr. Ja, so wir kommen ja eigentlich vom Wettangeln, vom Vaterin her schon. Das ist ja, also ich habe angefangen mit 5. Ich selbst bin 2-mal Weltmeister, 3-mal Vize-Weltmeister und 3-mal Dritter. So, Dieter ist Weltmeister, das ist der Mittlere, ich bin der Jüngste, Heiner ist der Älteste, Heiner ist auch Weltmeister. So, und ich glaube, das gibt es in Deutschland nicht normal, dass du drei Brüder hast, die alle Weltmeister sind und auch mit der Angelei immer noch verbunden sind. Ne? Ja, wie kommt das? Seid ihr in Kiel geboren? Seid ihr hier geboren? Wir sind hier geboren, ja. Wir sind echte Kieler und ich war auch Sportler damals noch des Jahres hier in Kiel, 1986. Heute lädt man uns da nicht mehr ein. Ne? Da sind wir Angler ja so ein bisschen zurückgestellt. Das Wettangeln ist ja nicht mehr so aktiv, wie das mal war. Ne? Aber ich denke mal, hier in Kiel kennen die uns alle. Ne? Und früher war das normal? Da habt ihr Weltmeisterschaften gemacht? Früher war das normal. Und was für eine Weltmeisterschaft ist das? Schreib mal. Also ich habe Brandungsangeln zum Beispiel gemacht. Das war immer so mein Steckenpferd. Wir haben auch Süßwasserangeln gemacht, wo wir sehr erfolgreich waren. Aber eben auch meins war halt Brandungsangeln. Ne? So, und da war es, sag ich mal, so dieses die Weide werfen, da ist auch das Körperliche gefragt, Schnelligkeit. Und wir haben halt super Erlebnisse gehabt. Ne? Ob in England, Irland, Belgien, Spanien, wo wir überall waren. Ne? Das war natürlich eine super Zeit. Ne? Und ihr seid beide drei Weltmeister im Brandungsangeln? Nein, Dieter ist im Bootsangeln und Heiner ist auch im Brandungsangeln. Was ist Bootsangeln? Bootsangeln heißt, du angelst vom Boot aus mit langen Naturköderruten oder wenn du im Ausland bist, mit langen Stippruten eigentlich auf kleinere Fische, so kleine Brims oder kleine Franzosendorsche. So, das sind, sag ich mal, so die Fische, die vielleicht bekannt sind. Ne? Und wenn du nach Spanien kommst, dann sind die Fische auch ganz schnell mal so wie beim Steppen 5-6 Gramm schwer. Ne? Und da musst du dich halt drauf einstellen. Ne? Dann wärst du schnell mal zum Stipper. Ja, krass. Also ihr habt ein bisschen was, ihr habt sehr viele Pokale gewonnen. Ja. Deutsche Meisterschaften, hattest du erwähnt. Da haben wir weit über 50 zusammen. Weit. Heiner hat alleine, ich weiß es nicht, an die 30 Titel. Der macht es ja, oder hat es noch bis zum Schluss jetzt so, ne? Das ist mittlerweile ja 75. Und hilft ja auch immer noch ein bisschen hier bei uns im Shop. Aber es ist, wie gesagt, das ist jetzt... mit dem Wettangeln ist jetzt eigentlich so passé. Ne? Aber er ist heute immer noch gut.
Das ist gut. Ne? Auch das im hohen Alter noch. Und ihr angelt immer noch. Ihr seid dabei und seid heiß und ihr angelt. Immer noch. Ja, ja, natürlich. Das ist genau mein Motto. Ja, ja, genau. Das ist wow. Naja, und dann haben wir jetzt ja auch das Raubfischangeln und das machen wir halt auch gerne. Und ich habe mir jetzt gerade auch ein neues Boot geholt und fische auch viel in Schweden. Das war jetzt gerade im September. Und dann hat er uns mal zwei Zander von 1,10 Meter hingelegt und mal ein Hecht von 1,25 Meter. Zander von 1,10 Meter? Ja, von 1,10 Meter. In einer größten schwedischen See. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Der fängt wirklich wahnsinnige Fische da. Also mein größter Zander ist 96. Ja, ich bin Schweriner See bei mir. Ja. Ich bin über noch nicht größer. Also Meter ist für mich noch überhaupt nicht. Also noch nie gefangen. Nein. Also 1,10 Meter, du machst mich fertig. Hier ja, genau. Wirklich. So eine Sachen haben die da gefangen. Ne? Wir hatten den Morgen selber einen von 92, ein Kollege von mir und ein 94er. Und die haben aber dann Livescope-Angeln gemacht und haben halt richtig große Fische gefangen. Krass. So, und ich will auch große Fische fangen. Ich habe meinen Koffer hier. Ich bin hier auf der Suche nach dem ältesten Angelköder Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Wo kann ich ihn verwahren? Ja. Wo kann ich ihn? Ich zeige den Inhalt auch. Ich habe schon ein paar Bilder gesammelt. Ja, lass mal sehen. Ja, natürlich. Guck dir das an. Vielleicht habt ihr ja irgendwas Altes. Oh ja, habe ich. Guck dir das mal an. Habe ich. Ja, das sind super. Wirklich alte Köder. DRM ist dabei. Ein ganz alter, kennst du den hier? Kennst du diesen Köder? Nein. Nämlich von Knicklich Berlin. Nee, das ist ein Weltblinker. Das hier. Kennst du das? Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Das aber ist ein ganz ist alter alt. Abo. Ja. Ganz, ganz alter Abo. Super. Ja. Und hier sowas hier. Ja. Guck mal, hier ein ganz alter Holzwobbler. Ja, da haben wir auch was für die Sammlung. Das hier. Ja, ja. Aber ich finde den Tresen mega hier. Man kommt hier praktisch rein und dann habt ihr gleich so einen Tresen. Ja. Und da zeigt ihr die Vorfächer alles. Ja, das war Heiner sein Tresen. Den hat er immer auf den Messen früher mitgehabt. Und hat eigentlich das Meeresfischen nach Süddeutschland gebracht. Als das noch ganz in den Kinderschuhen steckte in Süddeutschland. Und dann hat man hier oben das passende Video gehabt und Heiner hat hier gebastelt. Ne? Dadurch ist er auch zum Beispiel in Österreich sehr bekannt. Ne? Da sind viele Busunternehmen gekommen, nur zu ihm hin, weil er den Leuten das auch vermitteln konnte, wie man das wirklich benutzt. Das Kaufen ist ja das eine, das Fertigmachen für die Angel ist das andere. Ne? Und dieses Meeresangeln ist schon sehr speziell, gerade im Norwegenhof. Ja, das ist mittlerweile sehr speziell geworden. Wenn du heute überlegst, was das, wenn du nur mal hier guckst, die Wand, das ist ja irre, was das alles gibt für Norwegen. Ne? Und das ist heute wie mit jeder Angelei. Ich sag mal, vor 20 Jahren kannte man alle Artikel in den Katalogen. Heute gibt das so viel, das ist eigentlich das unglaublich. Ist ist unglaublich, was für eine Wand ihr hier habt. Ja. Ihr seid natürlich jetzt, du hast ja gesagt, ganz dicht an der Fähre bei. Ihr Klar. habt hier Ware ohne Ende. Ja, hier hast du die Eisele, die Twitcher zum Beispiel. Ne? Das ist im Moment sehr beliebt. Welche sind das? Das sind die hier, ne? Das wird sehr gerne genommen für Seelachsfischen. Ne? Und es ist heute auch das Jigen, ist ja auch im Meeresbereich mittlerweile ein Riesenthema. Ne? Heute fährt keiner mehr eigentlich mit einer 500-Gramm-Rute nach Norwegen, sondern eher ein bisschen leichter und will dann halt mit leichteren Jig-Geschirr, in Anführungsstrichen jetzt nicht zum Barsch angeln, aber ich sag mal so 100-Gramm-Rute werden auch Heilbutt geangelt. Ne? Die 100 Kilo haben. Ne? Das kann man alles machen heute. Das macht Spaß, sowas. Ja, natürlich. Mit leichtem Gerät. Ja. Aber dieser Köder, und wie fischt man den Köder? Was ist denn? Vielleicht kannst du mal so ein. Ja, du kannst die kannst du ja vielerlei fischen. Du kannst die, sag ich mal, also wir empfehlen immer, man macht diesen Köder ran und dann kommt ein Vorfach. Ich hol das mal. Ja. Das sollte man eigentlich jedem empfehlen hier. Das sind so Vorfächer mit echter Fischhaut. Und das ist eigentlich ein Paternoster-Vorfach. So sieht das aus. Und dann hängst du hier unten deinen Gummifisch rein. Und dann bist du sicher, dass du Fische fangen wirst. Das ist eine Art, die immer funktioniert. Weil diese echte Fischhaut ist eigentlich wie ein lebender Köder da dran. Ne? Das funktioniert immer gut. Das sind überdimensionale Heringsvorfächer, sagen wir dazu. Als Heringsvorfach ist das ja bekannt geworden mit der Fischhaut und das kannst du eben auch auf größere Fische. Ne? Und hier ist das mit starker Schnur gebunden. Ich sehe schon, das ist deutlich größer. Genau, das ist deutlich größer und gibt es bis zu einer Größe so, dass du auch, sag ich mal, Heilbutt fischen kannst. Ne?
Auf dem Goldhaken. Das ist krass. Guck mal, wie groß das ist. Immer meine Hand dazwischen. Ja. Also das ist, hat schon ein paar Zentimeter. Und sowas geht immer gut. Ne? Und da fängst du alles mit. Ne? Dorsch, und Köhler, Lenk, Lump, alles, was es gibt. Aber du, das ist ja relativ leicht. Du, das ist ganz einfach. Wirfst du das raus und jiggst du den richtig? Genau, dann kannst du ihn ganz schnell jiggen, wenn du willst. Das gibt der Gummifisch auch her. Oder du kannst es auch, sag ich mal, am Boot runterlassen und so Vertikalangeln machen. Ne? Das mögen die Köhler sehr gerne. Oder kannst schnell hochdrehen. Ne? Dass du richtig mit Speed hochdrehst. Das mögen die Köhler zum Beispiel gerne. Ne? Speed Jigging. Ja, die stehen so oft im Mittelwasser, ne? Die Köhler oder auch genannt Seelachse. Ja. Das ist ich habe das in Norwegen gemacht, das hat so viel Spaß gemacht. Ja, ja. Du, 15 Meter. Ich lass runter. So, boah. Ja. Na, einmal stand meine Montage. Ja. Die stand einfach im Wasser. Genau. Geht und nicht weiter. Ich denke, was ist jetzt? Ist das schon krumm? Das kann doch nicht sein. Ja. Und dann knallen die in die Runde. Und richtig krumm. Ja, ja. Und die nehmen auch, ein Köhler nimmt auch richtig Schnur, ne? Und das ist jetzt auch der große Vorteil, zum Beispiel, den der Ostseesturm jetzt mit sich gebracht hat. Wir haben jetzt hier gerade in der Ostsee auch wieder einen ordentlichen Schub Seelachse gekriegt. Ne? Kommt das durch den Sturm? Ich sag mal, draußen in der Ostsee hat der Fischbestand sich schon ein bisschen erholt. So, und jetzt hast du so einen Oststurm, der drückt das Wasser ja hier rein und automatisch kommen die Fische mit in die Förde. Und dann ist so jetzt zum Beispiel die letzten zwei Wochen danach, war es richtig gut. Ne? Haben wir auch wieder gute Dorsche hier, bis 70 cm. Und das ist für uns hier schon gut. Und noch dürfen wir sie, ja. Also dieses Jahr noch? Ja, wir haben hier in Kiel den Vorteil, wir haben einmal den Nord-Ostsee-Kanal. Der Nord-Ostsee-Kanal ist ja Binnenfischereiordnung und die Schwentine-Mündung. Und da kannst du so viel Dorsche fangen, wie du möchtest. Im Kanal ist auch nur 35 cm Mindestmaß. Das ist in der Schwentine aber auf 38. Die haben das gemacht, weil sie sagen, okay, wir wollen die kleineren noch schon. Aber da kannst du auch halt ohne Fangbegrenzung angeln. Ach Moment, und nächstes Jahr ist ja dieses Limit also gar nicht mehr. Wir haben ja jetzt ein Dorsch in der Ostsee. Genau. Nächstes Jahr null Dorsch in der Ostsee, ganz neu. Genau. Und du kannst trotzdem noch im Nord-Ostsee-Kanal und Schwentine auf Dorsch angeln? Genau, und das wird auch beliebter. Ne? Der Nord-Ostsee-Kanal hat auch den Vorteil, die haben seit ein paar Jahren durch den Bohrwurm, der alle Hölzer befallen hat, auch die Leute, die Holzboote hatten, haben riesen Probleme gehabt. Und dann hat man den Kanal angefangen, salziger zu machen. Das hat, sag ich mal, für den einen Angler ist das ein Nachteil. Die, sag ich mal, Süßwasserangler, die Weißfische verschwinden immer mehr, haben hier die eingeschleppte Koppel, die den Zander ernährt. Der Zander liebt Brackwasser und die Meeresfische auch. Und wir haben im unteren Bereich im Kanal bis Landwehr, das sind ungefähr so 20 Kilometer rein im Kanal, haben wir unheimlich viel Dorsche und Plattfische. Und da kannst du super Meeresangeln machen. Und es gibt einen Bohrwurm. Ja, der Bohrwurm. Ist das der Bohrwurm draußen? Ist so ein altes Boot. Das habe ich vorhin gesehen. Ja, das ist genau. Ja, ist das vom Bohrwurm? Ja, wenn du jetzt so ein Boot hättest und das ist, sag ich mal, nicht ganz an einigen Stellen hast du ein paar Abschürfungen oder so, dann geht der Bohrwurm in das Holz und vernichtet eigentlich dein Holz. Habe ich noch nie gehört. Ja, die ganzen alten Stege hier zum Beispiel, selbst Eichestege, befallen die. Und fressen das praktisch auch. Nein. Ja, ja, das kennen die wenigsten. Und dadurch hat man den Kanal salziger gemacht. Und wie macht man den Kanal salziger? Salz rein? Ja, die haben einfach den Durchfluss erhöht von der Nordsee oder von der See entwässern mehr. Das heißt also, dass der Austausch von dem Süßwasser, was über die Kanäle reinfließt, wird schneller abtransportiert. Und dann kommt Salzwasser nach. Und das ist deutlich höher geworden. Wenn du heute im Breiholz das Wasser mal schmeckst, ist es salzig. Und Breiholz ist die Mitte vom Kanal, 50 Kilometer. Das ist krass. Ja, dann haben wir im Kanal was die wenigsten wissen, der Kanal hat mittlerweile das ganze Jahr Heringe. Du fängst jetzt besser Heringe als im Frühjahr. Die meisten Angler kennen das nur vom Frühjahr her, aber eigentlich ist es jetzt super gut zum Heringeangeln. Die besten fangen, sag ich mal, am Tag bis zu 100 Stück. Und das sind jetzt große Heringe, die decken. Und das ist jetzt vom Ufer? Du kannst einfach vom Ufer aus, ja. Der Kanal ist eigentlich ein Traum für jeden Angler, weil du kannst alles angeln. Und du angelst für 43 Euro auf 100 Kilometer Strecke. Besser geht nicht. Ja, das ist natürlich im Jahr. Im Jahr. 43 Euro. Im Jahr, wenn du im Verein bist und organisierst. Wenn du nicht organisiert bist, kostet das 120. Kannst du nicht zusagen. Ja, und du kannst bei jedem Wind und Wetter angeln, weil du kannst ja immer die Seile aussuchen. Und da sind Heringe, da sind Dorsche, da ist alles. Da sind Heringe, Dorsche, Plattfisch, Zander, Barsche,
Das muss ich mal machen. Karpfen, alles. Der Kanal ist ein Traumgewässer. Das ist, guck mal, du hast kein Becken mit da. Nein. Dann kannst du da wirklich Dorsche fangen. Das ist ja mega. Ja. Das geht auch und wirklich gut, ne? Auch gute Dorsche. Und es gibt auch Tage, wo du nur kleine fängst. Aber das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass was nachkommt. Aber sollte man unbedingt mal machen als Angler. Ja, toll. Habe ich noch nie gemacht, noch nie geangelt. Ja. Ich habe noch nie geangelt. Ehrlich, ja. Bin ja nie hingekommen. Ja, hat sich nie ergeben. Nee. Aber krass, dass ihr das habt so. Das wusste ich nicht. Nein, nein, nein. Und viele auch die Schmentinemündung ist ein Traumgewässer. Du kannst, da kommen die Meerforellen rein, die übrigens auch reichlich im Kanal sind. Und da darfst du ab Anfang März auch wieder Meerforellen fangen. Und das hast du auch in beiden Gewässern. Wo kannst du eine Meerforelle angeln? Die Karte für die Schwentine kostet fürs Jahr 29 Euro. Und kannst jeden Tag, wenn du willst, Butt und Dorsch angeln. Ne? Heringe. Gibt es dieselben Fische wie im Kanal. Und Butt und Dorsch, machst du das auch mit der Brandungsroute? Ich mache das mit dem Gummi hier. Das ist okay. Unser. Können wir gleich mal gucken hier? Okay, mal Leute, jetzt. Guckt euch mal dieses Fachgeschäft an. So, das hier nennen wir, kannst du hier auch sehen. Die sind von Della Lande, die sind fertig hier, sehen aus wie die kleine Kobbe. Gibt es ja natürlich in allen möglichen Farben. In Weiß, Schwarz, Blau, was man möchte. So, das ist eigentlich mein Favorit. Diese Farbe? Nee, alle von diesen. Ach so, okay. Aber davon verkaufen wir wirklich Zentner, sag ich mal. Die kannst du zum Barschangeln nehmen. Super gut. Dorsch. Plattfische kannst du damit fangen. Zeig mal her so ein Ding, ich muss das mal sehen. Ja. Leute, guckt euch das mal an. Ich meine, die Farbe sieht interessant aus. Das ist ja schon fertig montiert. Die gibt es nur fertig montiert. Die haben auch einen speziellen kurzen Hakenbogen. Also keinen langen Haken. Ja, ich sehe. Moin. Moin. Das ist krass. Und auch diese roten Augen. Und ja. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Farben so drin. Ja. Guck mal hier. Ich fische sehr viel nachts, ich persönlich. Und da ist die Farbe nicht so entscheidend. Wichtig ist eigentlich das Geräusch, ne? Dass die halt Druck machen. Und also ihr dürft auch nachts fischen hier? Ja. Auch kein Problem? Das ist kein damit Problem. Kannst du die Dorsche fangen? Also es ist ja, das ist ja die sind also hier, die gibt es jetzt seit 4, 5 Jahren. Und hier bei uns, wir nennen das Dorschmagnet. Ne? Das ist wirklich durch die kleinen Koppen, die laufen im Hafen gut, die laufen im Kanal gut und die laufen auch hier an der Schmentine immer noch sehr gut. Wenn du jetzt zwei Farben aussuchen würdest, welche würdest du nehmen? Ja, also den du da in der Hand hast, der ist schon sehr gut. Und dann haben wir hier noch so einen mit so ein bisschen... Wie viel Gramm ist denn das jetzt hier? 17 Gramm. 17 Gramm immer. Gut, mit dem Gummi zusammen hat das 20, ne? Hat die Farbe auch? Ja. Die sind hier, ne? Ja. Das sind Farben... So, aber wie gesagt, ich habe mit allen schon gefangen. Man muss da nicht so. Ich bin auch nicht so der Typ, der unbedingt nach den Farben geht, sondern man muss auch an seinen Köder glauben, den man am Haken hat. Aber meint. Das ist das Wichtigste, so. Naja. Aber das ist auch so ein typischer Zanderköder, würde ich wetten. Genau, Zander und für Barsch auch super. Also wir angeln damit, oder jetzt speziell ich angle damit sehr viel. Sollte mal jeder probieren. Du guckst ja meine Sendung, ne? Ja, ja. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Na, erzähl. Was meinst du, was kommt jetzt? Erzähl. Wollen wir zwei verlosen? Ja, natürlich. Was meinst du? Unbedingt. Was sollen die Leute kommentieren? Was sollen die kommentieren unter dem Video, wenn sie das gewinnen wollen? Ich würde das dann per Zufallsgenerator machen. Ja. Also, was sollen sie kommentieren? Was meinst du? Ja, ob die gut sind oder nicht. Ja, aber wir müssen irgendwie ein Schlüsselwort haben, dass ich danach filtern kann, weißt du? Was sollen sie kommentieren? Was sie machen wollen, wo sie angeln wollen? Ja. Oder sollen sie einfach euer Fachgeschäft kommentieren? Ja, genau. Das wäre auch gut. Was sollen sie kommentieren? Ja, Schwentinemündung. Schwentinemündung? Ja. Schwentinemündung? Ja, das macht mal. Schwentinemündung. Genau, kann man für 29 Euro das ganze Jahr angeln. Leute, Schwentinemündung. Ja, dann machen wir das. Schwentinemündung. Ich hätte jetzt gesagt, Angel Joe Kiel. Ja, das ergibt sich dann automatisch. Dann ach so. Hier gibt es die Angelkarte, ne? Und ihr könnt dann natürlich auch unser Geschäft erwähnen. Ne? Ja, das wäre doch gut. Pass mal auf, ich blende euch unten ein, was ihr kommentieren sollt, jetzt gleich.
Und das kommentiert bitte. Und dann mache ich wieder eine Live-Sendung, ein React-Video bei mir aus dem Camper live. Und dann werden wir das ein paar Wochen später verlosen. Top. Du musst sie bloß weglegen jetzt. Ja. Die sind jetzt sozusagen verkauft. Die sind mega. Habe ich noch nie gesehen. Ja. Du, habe ich echt in keinem Fachgeschäft habe ich das bis jetzt gesehen. Ich glaube auch, das gibt kein anderes Geschäft, was so viele davon verkauft wie wir. Die sind willig, der Börner. Heftig. Und hier sind noch größere Köder. Ja, die haben natürlich noch ganz andere Köder, ne? Zum Dorschangeln zum Beispiel auch in Norwegen. Oder wenn du mit dem Schiff rausfährst hier, ne? Dann kannst du auch im Kraut mit angeln. Also eine Art Offset ist das. Genau. Und auch sehr gute Köder, ne? Ja, ist das toll. Die werden viel für Norwegen hier zum Beispiel auch so ähnlich wie die Eisele-Geschichten. Da ist natürlich unheimlich viel Leben drin. Haben aber immer diese kurzen Haken. Und das ist ein Franzose, der Lalande. Und diese Köder werden auch viel zum Wolfsbarschangeln genommen. Ne? Was sich hier ja auch immer mehr Beliebtheit in Dänemark und so erfreut. Ne? Also auch vom Ufer so? Wolfsbarsche vom Ufer. Rauswerfen und einfach reinholen? Ja. Aber warum ist der Haken ist doch so kurz? Da sagen ja viele, hast du viele Fehlbisse? Ja, aber hier ist die Beweglichkeit. Ne? Und das ist ja der Wolfsbarsch ist ein extrem flotter Räuber, sag ich mal. Der haut das sofort weg, ne? Wenn der das. Die stoßen da drauf, das sind ganz harte Bisse. Und hast du die auch schon mal geahnt? Ja. Und die kampfstark, ne? Die sind extrem kampfstark. Ne? Das ist mein Traum, hier haben wir nach Holland. Das habe ich bis heute noch nicht geschafft. Also ich habe schon in Dünkirchen welche geangelt, aber in Holland gibt es mittlerweile super Spots, um die zu fischen. Ne? Sollte man unbedingt mal machen. Mensch, Günther, das ist doch mega. Leute, guckt euch das mal an. Und die ganzen Infos dazu, krass. Was habt ihr für ein tolles Fachgeschäft? Wie groß ist das? 500 Quadratmeter. Ja. Das sieht aber irgendwie noch größer aus. Das ist doch größer. Nein. Echt? 500, wollen ehrlich bleiben. Okay, Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Und vielleicht gehen wir mal wieder zu den Meeressachen und damit wir euch das alles zeigen. Hier sind die ganzen Vorfächer, ne? Hier hast du ja schon vorhin was gezeigt. Ja, das ist für uns, ist, wir sagen dazu Norwegenwand, ne? Ja. Das gehört praktisch mit dem hier drüben dazu. Und hier siehst du vornehmlich Jensi-Produkte. Da haben wir mitentwickelt, ne? Heiner und Dieter und ich. Und das kann ich alles mit ruhigem Gewissen verkaufen, wo ich sagen kann, da fangt ihr auch Fische mit, ne? Es gibt ja auch heute, es ist ja nicht alles gut, was auf dem Markt ist. Aber das Zeug ist vernünftig getestet und da fängt man noch ein paar Fische mit, ne? Ja, gerade das Meeres. Ja, Krompilger hier, das ist für Norwegen ganz wichtig eigentlich. Ne? Wie heißt denn der? Der hat doch einen Namen. Ja, früher war das mal bei DRM eigentlich, das ist der Vorläufer, das ist ja schon 40, 50 Jahre her. Ist das der alte Egon? Nee, Wellenpilger. Ach, Wellenpilger hieß er. Der war eigentlich nur Egon Weyern von Abu. Ach, der war von Abu. Ja, genau. So der alte Egon, dieser Name fiel mir gleich genau. an, weißt du? Der Wellenpilger von DRM damals, genau. Ja, und das ist so eine Fireball-Geschichte hier. Da wird ja mit lebenden, nicht mit lebenden hier, also mit echten Fisch geangelt. Ne? Natürlich vorher betäubt. Also Naturköder angeln. Ja, Naturköder angeln. Genau. Das ja, wird eigentlich so wie gejiggt. Ne? Wie gesagt, hier, das ist so, das gibt es dann mit einem schweren Bleigewicht vorne und dann hast du einen Drilling hinten, den du in den Schwanz vom Fisch setzt und vorne einen Einzelhaken, damit der Fisch auch schön gestreckt bleibt. Und dann wird das eigentlich wie so ein Jig oder wie ein Faulenzer gefischt. Ne? Und manchmal auch bis zur Oberfläche drehen, dann kommen die Haibutte hinterher, dann siehst du die sogar. Ne? Also das ist schon schöne Fischerei. Das ist mega, was ihr an Auswahl habt, Leute. Und schaut euch mal an, was für Haken hier. Richtige Mustardhaken. Ja. Das sind so Zirkelwuchs, also Kreishaken. Genau. Ja. Und der Vorteil ist einfach, dass der Fisch sich dadurch besser hakt. Ja, eigentlich kommen, das wissen ja die wenigsten. Heute redet jeder über einen Zirkelhook. Das sind eigentlich Haken, die sind entwickelt für Langleinfischerei. Und da kommt das eigentlich her. Da kommt auch Fluorcarbon her. Fluorcarbon hat man genommen, weil das ja eine extrem gute Vorfahrschnur ist. Weil die hart ist und ein bisschen eigenschwer und legt sich gut an der Langleine. Da kommt das eigentlich her. Ne? Nicht gar nicht so in dem, wie bei uns, so der, wo die Leute sagen, das ist unsichtbar. Ne? Eigentlich ist diese Schnur gemacht, damit sie sich gut an der Langleine legt. Ne?
Ja, das ist interessant. Der Mann kennt sich aus. Ja, ein bisschen. Weltmeister, seine Brüder auch. Mehrfacher deutscher Meister, Vize-Weltmeister mehrfach, ja, Europameister ja. Sicherlich auch. Also alles. Nee, das habe ich nie geschafft. Aber ich habe in dem Jahr war ich nicht im Nationalteam. Ich war 16 Jahre hintereinander im Nationalteam. Und das ist schon schwer. Damals war das schwer. Nur die besten 5 sind im Nazi. Und in dem Jahr war ich 6. Und es gab nur eine Europameisterschaft im Brandungsangeln auf Langeland. Und da hatte ich einen österreichischen Kumpel. Und den habe ich das ja so ein bisschen gezeigt. Und so, der wurde in dem Jahr Europameister. Ne? Und ich habe im B, da haben wir noch so einen B-Wettkampf nebenbei gehabt. Da habe ich dann, den habe ich gewonnen. Ne? Und mit der Fischzahl wäre ich auch locker Europameister geworden. Aber ich habe es in dem Jahr nicht geschafft, muss man so. Ja, krass. Und heute das Wettkampfangeln ist ein bisschen zurückgegangen, gerade Meeresangeln in Deutschland. Ja, heute ist das Problem, wir haben ja die ganze grüne Entwicklung, die wir haben, hat uns Angler hier nicht so richtig auf dem Zettel. Ne? Und ich sag mal, das Wettfischen an sich, sag ich mal, ist wichtig für die Entwicklung aller Produkte. Und sowas. Und das ist leider die letzten Jahre ein bisschen zurückgegangen. Das fängt eigentlich an in den Vereinen. Jeder kennt das. Die Vereinsangeln heute sind schlecht besucht. Da müsste man sich auch mehr engagieren und so. Ne? Also wir sehen das hier bei Heiner zum Beispiel. Der macht mit seiner Frau einen Verein. Das ist der Größte hier in Kiel. 750 Mitglieder. Und die machen sehr viel. Da gibt es nach dem Angeln noch mal eine Suppe von den Frauen gemacht. Da gibt es Kuchen. Wie heißt der also Verein? SAV Kanalfreunde. So, und die machen, ich sag mal, so 10, 15 Angeln, die immer mit 50 Leuten so besucht sind. Und das, wenn man das noch aktiv macht, also wenn einer bereit ist, auch Zeit reinzustecken, dann kann man das Angeln auch wieder hervorheben. Ne? Aber das muss halt gemacht werden. Es muss Leute geben, die da auch ein bisschen mit Druck hinter. Ja, und also das, ich sag mal so, das reine Wettkampfangeln nach Preise, Pokal und so, ist ja eh ein Problem rein rechtlich, ja, in Deutschland. Das ist mittlerweile hier im Ausland Problem. Gefischt dann. Ja. Das gibt es ja heute noch. Ja, aber auch da wird es schwieriger. Ne? Ich habe gerade mit einem Franzosen gesprochen, der mir dasselbe gesagt hat. Ne? Dass dieses Catch and Release, was hier so der heutige Gedanke ist vom Angeln oder bei vielen, das kommt natürlich aber nicht gut an. Ne? Da ist, dann hat man keine Berechtigung zu angeln, weil man eigentlich ja dann Tierquäler ist. Das ist ja das Problem. Also viele, ja, Tournaments auch, wo, ja, man die Fische zurücksetzen muss nach dem, ja, Fangen. Ja. Ich habe da auch meine Schwierigkeiten, jetzt, ja, sage ich dir ganz ehrlich. Also, ja, dieses Ganze, den Fisch fangen, nur um zu zeigen, wer ist der Beste und ihn dann nicht verwerten, ja, das ist irgendwie... Also Angeln, für mich ist Angeln, das ist so mal so meine Einstellung. Die habe ich schon. Also ich bin eher Catch and Deep Freeze. Ich nehme nicht alles mit. Ich passe natürlich auch auf, was untermaßig ist und so. Aber grundsätzlich ist es ein Stück Kultur. Wenn ich einen schönen Lachs fange oder mein Favoritangeln ist mit der Fliege in Dänemark, in der Au, auf Meerforellen. So, und wenn ich so einen Fisch fange, das ist für mich was Besonderes. Ich sage, für mich ist der Fisch was Besonderes. Und dem möchte ich gerne auch nachher mit meinen Kumpels zusammen abends beim guten Whisky ein Stück Räucherlachs essen, ein bisschen über Angelgeschichten quatschen. Das ist für mich ein Stück Kultur auch. Und wer kann das von sich sagen, ein Hobby zu haben, wo du noch selber deine Nahrung fängst? Das ist ganz wichtig. Also wenn ich jeden Fisch zurücksetzen müsste, würde ich morgen aufhören mit Angeln. Das wäre für mich nichts. Ja, gebe ich dir recht. Also eine gesunde Nachhaltigkeit, so, sage, ja, ich, ja, genau. So. Ja, und ich bin auch schon deiner Meinung, also man reift dazu, ja, muss, ja, ich dazu sagen. Man muss älter werden, das, ich, stimmt. Ich habe viele Tournaments auch gemacht und war das auch, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe den Fisch gefangen, zurückgesetzt, ja, nächsten gefangen, zurückgesetzt, ja, und dann, das war wirklich sehr interessant. Aber wenn ich jetzt überlege, ich bin ja auch älter geworden und so weiter, ich sag dir ganz ehrlich, ich mache keine Tournaments mehr mit, wo ich den Fisch zurücksetzen muss. Ja, das ist auch, macht auch keinen Sinn, sag ich mal, jeden Fisch zurückzusetzen. Wichtig ist, sag ich, was passiert danach? Und ich freue mich ja auch auf die Beute. So, wenn ich einen guten Fisch gefangen habe. Wenn er zu groß ist, was anderes, sag ich, da kann man dann immer drüber nachdenken. Beim Wallerangeln oder so, das mag anders sein, das ist nicht meine Fischerei. Aber ich sag mal, wenn ich eine tolle Meerforelle gefangen habe, und habe dafür auch Arbeit geleistet, sag ich mal. Vielleicht habe ich die mit aufgezogen, mit eingesetzt und fangen so einen Fisch. Das ist was ganz Besonderes. Und es, in meinen Augen ist das auch ein Stück Angelkultur,
dass wenn du den hinterher vernünftig verwertest. Ja, gebe ich dir völlig recht. Und das ist krass, was ihr habt. Leute, guckt euch das mal an. Der Doppelgänger alleine. Warum ja. Doppelgänger? Das ist auch so eine Geschichte. Ja. Ne? Das ist auch noch von, ich glaube noch von Dieter Eisele und Michael Eisele. Ja, ja, ja. Dieter ist ja auch ein alter Wettkampfangler von früher. Das ist so Heiner Sagen-Jahrgang gewesen. Ne? Und Dieter war seiner Zeit damals weit voraus. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Der hat mehr vorher geangelt an der Küste, wo da noch kein Mensch dran gedacht hat. Ne? Und da war das früher nicht so, dass man, heute sagt man, der Fisch hat 1000 Würfel, damals waren das eher 10.000 Würfel, bevor du mal. Da gab es zwei Fische, wenn du Glück hattest, in der ganzen Saison. Und die sind viel gegangen. Ne? Das hat er mit den Herren aus Neustadt hier, Kalle Rode, der auch einen Angelladen hat. Mit dem war er früher viel zum Angeln. Ne? Aber die waren ihrer Zeit voraus. Da war das noch überhaupt kein Thema. Ne? Super lieber Mensch auch. Ja. Ich durfte ihn auch kennenlernen, ja. Viele Jahre. Ja. Und ja, schön. Also war es wirklich schön. Dieter Eisele ist wirklich ein Begriff. Und deswegen, sein Sohn Michael hat das Geschäft übernommen und heißt ja auch natürlich Eisele. Es bleibt auch alles soweit. Und tolle Produkte wirklich zum Meeresangeln. Ja. Ist auch, Michael treffe ich regelmäßig auf vielen Messen dabei. Ja, er macht seine Pegel auch noch in seiner Schmiede selber. Und also ich habe das selbst gesehen, also das hat schon seinen Grund, die sind nicht ganz so billig, aber die sind halt auch gut verarbeitet. Ne? So, leider hat er das Problem, dass hier in der Ostsee keine Dorsche mehr gepickt werden. Die Kutter sind ja so gut wie ausgestorben. Ja, es gibt nur noch einen und der auch überlegt, der jetzt vielleicht Schluss macht. Wer ist das, weißt du? In Burg, so. Die Caroline. Ja, ja, Burg aber, auf jeden Fall. Ja, aber die ist eigentlich 50 cm zu lang. Und das wollen sie auch nicht verlängern. Ne? Wie zu lang? Ja, das Schiff ist zu lang. Hä? Da gibt es neue Bestimmungen. Das darf nur bei so und so vielen Personen so und so lang sein. Und Brandbestimmung und. Das wird einfach totgelegt. Ne? Ach, man regelt sich kaputt, oder? Das wird mit Absicht gemacht. Und diese Fahrten, die wir früher gemacht haben, überleg doch mal. Ja. Dann mit Deger noch und die Fahrt weiß ich noch. Da haben wir das war so krass. Ja. Da war einer mit einer, ich kann mich dran erinnern, das war so eine Fahrt für Fachhändler. Und damals war ich auch im Angelladen noch. Ja. Und wir haben gelost und ich habe neben, jetzt muss ich überlegen, habe ich neben Dieter geangelt. Ja, neben Dieter. Neben Dieter habe ich geangelt. Ja. Und der hatte so eine lange Degerrute, 3,60 Meter lang, so eine hellblaue. Genau. Ich komme auf den Namen nicht mehr. Ja, und der hat mich in Grund und Boden geangelt. Und er hatte drei, da hatte ich erst ein. Ja. Und wir haben wirklich gut gefangen. Also der kann auch angeln, da hast du richtig gesehen, der wusste genau Bescheid. Also das, Dieter war eine Zeit lang im Pilgen, sag ich mal, einfach unschlagbar. Ne, als er das wirklich viel trainiert hat und hat das auch für Wettkämpfe richtig, dann war auch dreimal die Woche los und dann war halt nicht zu schlagen. Ne? Da musste schon was ganz Besonderes passieren. Ne? Ja, das ist krass. Und er hatte so eine Vorfachtasche hat er gehabt. Ja. Und da hat er genau seine Beifänger und so alles auf Zentimeter, bam, 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 genau. Bam. Und Farben sortiert. Ja. Ja, Farben waren das bestimmt gar nicht so viel, aber einfach gut vorbereitet. Und die Mundschnurlänge ist da wichtig. Und das gab so Sachen, die konnte man da dran, sag ich mal, manipulieren. Ne? Dass du halt sagst, so bei dem Wetter musst du das und das machen und dann fängst du halt. Ne? Und wenn du das nicht weißt, dann ist der 5, 6 Fische weg, bevor du das überhaupt gemerkt hast. Ne? So, und ein Händler war da irgendwie, ich weiß nicht, aus dem Hamburger Raum, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Der war in der Mitte vom Schiff mit einer dicken Multirolle und so einer ganz kurzen Route. Ja. Und wir sind losgefahren und der Kapitän Bernhard Mielitz, der hat ja heute noch seine Schiffe auf Rügen. Mit Bernhard Mielitz bin ich das erste Mal als Jugendlicher deutscher Meister geworden. Nein! Ja, der hat früher auch Wertfische gemacht. Und da waren wir in der Jugend, 1978. Das wusste ich zum Beispiel auch. Genau, da gab es Dreiermannschaften von Schleswig-Holstein und da war auch Bernhard bei. Ne? Und das war natürlich, der hatte auch dieses Näschen halt, weil er Wettangler war und der war halt auch nicht zufrieden, wenn das nicht lief an Bord. Ne? Und dementsprechend hat er sich dann richtig reingekniet und das hast du nachher gemerkt. Ne? Der war einfach spitze hier. Der war immer aus, die Forelle, das Schiff Forelle, war immer ausgebucht. Ja. Also wir haben das ganz lange gebucht und das war so eine Fahrt von der Firma Deger, wie gesagt, der Angler in der Mitte. Ich weiß nicht mehr, wer das jetzt mehr war, das ist auch ein paar Jahre her, mit einer Multirolle. Und den habe ich anfangs belächelt, weil er kann er damit nicht werfen, er lässt nur runter. Ja. Aber nachher, wo wir über tiefem Wasser waren, der hat Dorsche damit gefangen, die ich mit meiner normalen Route gar nicht halten konnte. Nein, genau. Dann ist Bernhard an die Wracks gefahren, wo halt die großen Fische stehen. Und dann brauchst du halt auch anderes Gerät. Ne? Die zerlegen dir ganz schnell mal 50er Schnur.
Und viele denken immer, hier in der Ostsee gibt es das gar nicht. Aber hier gibt es an den Wracks auch Sommerdorsche, sagen wir dazu. Die haben 1,20. Und das sind halt die Elterntiere der Dorsche, ne? Die gibt es. Ne? Und Bernhard hat das halt gewusst, wo man hin musste. Ne? Das wussten früher nicht viele. Heute ist das durch die Technik an Bord ja viel einfacher geworden. Früher war das hier. Da musstest du eine Nase haben. Wo ist das? Wie kann ich mir das merken? Da draußen Wrack. Heute kannst du über Satellit alles wegspeichern. Und das war damals nicht. Ne? Da musstest du eine Nase haben. Ne? Und da gab es nur wenige von, die das richtig konnten. Ne? Und für mich ist das so auch so eine Zeit, die man heute so vermisst. So heute ist Livescope angeln. Das ist so ein Ding, da möchte ich eigentlich nicht so mit los. Ne? Ein schönes Echolot ist alles gut, aber wenn du alles die Technik machen lässt und dann nachher den Fisch da so speziell auf Sicht eigentlich angelst, das ist nicht so meins. Ist auch das umstritten. Ich habe das früher, ja. Das kam ja aus Schweden, dieses ja. Livescopen. Und wo ich das gemacht habe, wo es aus Schweden kam und ich habe es dann selbst probiert, ich war erstmal total geflasht, was ja. für Fische da auch anbeißen. Ja, ja, genau. Und ich habe da, glaube ich, noch ein ganz altes Video auf meinem YouTube-Channel. So, ja. Da gab es noch gar kein Live. Da haben wir mit 2D echt noch ja, genau. gemacht. So. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und dann kam ja diese Live-Technik raus. Das war nochmal krass, das Panoptics ja. damals von Garmin. Und jetzt bin ich auch zu deiner Meinung irgendwo, es ist... Der Reiz ist irgendwo weg dann. Ja gut, so. Man muss so sehen, die Jüngeren heute, die ja mit dem Handy und so groß werden, die eben das so kennen, sag ich mal. Und für die ist das natürlich auch, das ist, verstehe ich auch, das macht auch Spaß, sich damit so auseinanderzusetzen. Und dann siehst du ja irgendwo auch deinen Erfolg, dass du die Technik gut beherrschst und so. Aber für viele Gewässer ist teilweise, gibt es Leute, die damit nicht umgehen können, sag ich mal. Die übertreiben das, ne? Die naja. Fangen einfach zu viel und das sollte man nicht machen. Das soll ein gesundes Verhältnis sein. Ne? Ich will da auch keinen. Ich selbst habe früher auch, wie ich jünger war, habe ich auch viel zu viel Fische gefangen eigentlich. Ne? Man wird, wenn man älter wird, dann wird man da ein bisschen abgeklärter. Ja, genau so ist das. Das ist so, ne? Das gebe ich dir recht. Aber ja, Wahnsinn, was hier. Guckt euch das mal an, Leute, was für ein Laden. Ja, wir kommen hier gar nicht voran. Wir kommen gar nicht voran. Wir haben jetzt mal hier den Dorsch in die Oberhaut. Ja, genau. Aber krass, was ihr so habt. Ja. Wenn du was Gutes hast, irgendwie, was dir, ne, was richtig speziell ist, was richtig gut ist, sag ja, hier, Bescheid. Das zum Beispiel, ne, das wird heute ja auch immer noch von vielen belächelt. Gummimark ist einer der besten Köder in Norwegen. Ne? Die Dorsche und auch die Seelachse und so in Norwegen, die lieben diesen Köder. Ne? Ich kam als Wettfischer nach Norwegen und habe dann mit einem alten Norweger geangelt und der machte dann seine Gummimax und ich hatte schon so Twister damals mit wackelndem Schwanz und so. Der war auch ganz begeistert von und dann habe ich so ein fürchterliches Arschloch gekriegt mit diesem Gummimax hier. Und dann lernst du die doch irgendwie schätzen. Ne? Und die haben es bis heute überlebt, wenn man überlegt, was es heute alles gibt und trotzdem, wir haben Gummimax immer noch sehr gerne gefischt. Ne? Das ist ja der klassische Japanrote hier. Warum sehen die Fische diese Farbe so gut? Was ist das mit dem Japanrot? Ja. Das muss immer damals auch Japanrote Twister, Japanrot Gummimark, Japanrot. Ja, mit Sicherheit gibt es gute Farben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber warum der Fisch das so gut sieht? Guck mal, im Salzwasser hat der Fisch andere Augen als im Brackwasser. Oder wie Wanderfische zum Beispiel, die verändern ihre Augen ja auch. Wenn sie ins Süßwasser kommen, sehen sie nachher Brauntöne besser. Gut. Und vielleicht, wir sind ja keine Fische, und vielleicht müssen wir auch nicht alles wissen. Ja. Mega. Aber das ist ja Leute. Also lasst ein Like da, lasst ein Abo da auf jeden Fall. Ja. So viel Input schon. Also das ist bis jetzt ein richtig krasser Rundgang, weißt du das? Ja, ja. Also was du allein weißt, das ist interessant dir zuzuhören, muss ich wirklich sagen. Sehr interessant. Ja. Ich mag das gerne. So dieses Wissen und gerade wenn jemand sehr, sehr lange angelt und du bist ja auch sehr erfahren mit deinem Bruder zusammen, das ist schon krass. Also ich habe einen Kollegen aus Hamburg, der hat immer gesagt, Günther, wir müssen noch mal ein Buch schreiben, was du anglerisch erlebt hast und für Storys hast und so. Ne? Klar, das ist mit Sicherheit wirklich so. Ne? Ich habe zum Beispiel die Grenzöffnung mitgemacht mit dem Meerforellen in Boldenhagen. Da hat der liebe Gott uns einen Schlüssel fürs Paradies gegeben. Ne? Das war die ersten 3 Monate war das ein absoluter Traum. Ne? Steinbeck, Boldenhagen. Ja. Ich weiß. Ich weiß nicht, einer hatte mal 11 Fische, 56 Pfund.
Das war sein erster Tag. Da waren früher die Grenzanlagen, da war immer Licht, das war beleuchtet. Der Todesstreifen. Ja. Der Todesstreifen, und wir waren wirklich da, als da noch Minen lagen. Und die haben uns gesagt, wo wir durchgehen können. Die haben dann angefangen zu räumen. Und die haben uns dann sogar noch durch diese Felder geleitet. Ja, die alten Grenzer dort. Das waren ja dann keine Grenzer mehr, sondern die waren nur noch dafür da, weil die ungefähr wussten, wo diese Minen lagen. Und dann haben die uns gesagt, ja, hier könnt ihr nicht runter. Ne? Wir waren dann da trotzdem schon ein paar Tage vorher da und haben da gefischt. Ne? Und dieser Streifen wurde ja nicht befischt, auch keine Berufsfischer, da war gar keiner. Und das war wirklich, da kannst du sehen, was passiert, wenn die Natur totale Ruhe hat. Ne? Das war absolut irre. Ne? Das war mehr Forellenangeln wie Rotaugenangeln. Ne? Das war schon... Das war schon Wahnsinn. Krass. Boltenhagen, heute immer noch ein guter Spot, finde ich. Ja. Aber du bist schnell im tiefen Wasser von der Steilküste. Das stimmt, aus, ne? Ja. Aber ich war mit meiner Frau vor ein paar Jahren mal da, haben dann da auf so einem Gut übernachtet. Und wenn ich das im Vergleich zu dem, was wir da vorher hatten, das war Wahnsinn. Ne? Da waren ca. 40, 50 Angler den Tag, wo wir da waren. Und dann hat meine Frau gesagt, warum packst du denn nicht aus? Ich sagte, nee, ich möchte das so in Erinnerung behalten, wie ich das hier in Erinnerung habe. Haben wir den Tag genossen und war auch schön. Ne? Das ist schon so, ne? Ja. Ja. Ja, hier siehst du denn so, das ist hier weißes Riff, gelbes Riff, Dänemark, wo das viel gefischt wird. Da fahren die doch, da kann man noch Dorsche angeln. Da, ne? Kannst du Dorsche angeln, das ist ja Nordsee. Und das ist die letzten 10 Jahre wieder richtig gut geworden. Die Nordsee hat ordentlich Dorsche, muss man sagen. Die wenigsten wissen das. Das haben wir eigentlich den Zweiten Weltkrieg zu verdanken. Die ganzen Geleitzüge, die dort auf Grund geschickt worden sind, draußen auf See, 40, 50 Seemeilen raus, dort gibt es Dorsche. Und da haben die Dorsche überlebt. Da können die Fischer nicht mit Schleppnetzen fischen. Und die Bestände haben sich in der Nordsee deswegen erholt. Also das hatte, krass, das wusste ich hatte auch was Gutes, sag ich mal, dass sie, oder hat heute was Gutes, dass diese ganzen Wracks noch da sind. Ne? Ich weiß, drüben in den USA versenken sie für die Fische auch so alte Schiffe, Wracks, schaffen da künstliche Wracks. Ja. Und das ist dann zu vergleichen. Ja, und das wäre auch für hier eine Lösung. Ne? Auch wenn es dem Wasser schlecht geht, da siedeln sich ja auch Muscheln, Kraut, alles an. Ne? Und das kann nicht vernichtet werden durch ein Schleppnetz. Das ist eigentlich logisch. Müsste viel mehr gemacht werden. Also als Angler hätte man auch viele gute Ideen, was so ein Naturpark hier betrifft, da diskutieren ja Leute drüber, die in meinen Augen davon keine Ahnung haben. Wenn du dein Leben lang angelst, bist du ein ganz empfindliches Glied dieser Kette. Ne? Als Brandungsangler merkst du sofort, wenn irgendein Bestand runtergeht oder... Weil das ist so, als wenn du ständig jeden Tag an deinem Gewässer bist. Ne? Und solche Leute müssten eigentlich gefragt werden, was können wir tun? Das wäre eigentlich... Nee, gefragt werden sie manchmal auch, aber man wird nicht... Selten. Und wird dann nicht gehört. Nee, genau. Nein, wird nicht gehört. Ja, belächelt wird man. Das ist das. Ja, es ist halt die Politik. Ja. In der heutigen Zeit. Naja, hier siehst du die... Guck mal. Von Savage Gear hier, das ist so ähnlich wie der Twitcher von Eisele. Das ist alles für Norwegen. Ne? Kleine Ersatzgummi hier, glaube ich. Ne? Ja. Ersatzgummi drin. Ja. Finde ich auch gut. Ja, hier hast du gute Qualität... Jigköpfe, das wird ganz viel für Norwegen auch verkauft. Ne? Ist auch eines unserer Bestseller. Ja, die Sprohköpfe sind gut. Der Haken ist richtig stabil. Ja, die sind gut gemacht und vernünftig entgradet alles. Bei vielen hast du dann ja noch so Gussreste und so, das hast du hier alles nicht. Ne? Ja, was auch sehr beliebt ist, ist so ein mit großen Wobblern. Kann man bei der Ausfahrt, das hat Heiner denen auch hier viel beigebracht, wenn du rausfährst in Norwegen mit einem kleinen Boot, düsen alle immer irgendwo zum Spot. Es ist aber besser, langsam zu fahren und hinten mal Wobbler rauszuhängen. Da erlebt man ganz oft Überraschungen im kleinen Imfjord, was da wirklich los sein kann. Ne? Also sollte man immer mal bei der Ausfahrt in Norwegen, wenn man rausfährt, einen schönen dicken Wobbler mal auf Tiefe schicken. Ne? Und die hat eine Riesenschaufel. Guck ja, mal. Ja, die gehen auch so bis 10 Meter, 12 Meter runter. Und wenn das nicht reicht, wird mit einem Gummiband ein Blei vorgeschaltet. Ne? Das geht auch sehr gut. Und auch dunkle, guck mal, ihr habt auch so richtig, richtig schwarz. Schwarz ist sowieso eine gute Farbe. Ich bin ja Nachtangler durch das Fliegenfischen und... Da ist es eigentlich so, dass der Fisch ja nur schwarz sieht, weil er guckt in die Forelle, guckt 45 Grad Winkel
Und die sieht über sich alles, was da passiert. Ne? Kann noch so dunkel sein, die sehen das. Ne? Das funktioniert auf jeden Fall. Und der Fliegenfisch auch? Ja, eigentlich hauptsächlich. Habt ihr so ein bisschen Fliegenzubehör auch und so hier? Ja, haben wir gehabt, aber dafür haben wir hier nicht den Markt. Das lohnt sich nicht. Ich habe ein paar Fliegenruten noch da, wir haben das noch mal versucht, aber das macht keinen Sinn. Eine schöne Sache. Ich habe es auch gemacht. Trockenfliege, ja. Einhand, Zweihand auf Lachs. Ja, ja. Macht Spaß, aber irgendwie ist es eingebunden. Ich habe früher Kurse gegeben, ja. Sogar im Fliegenbinden. Ja. Fliegenbinden, Fliegenwerfen, aber ich habe kaum noch Nachfragen. Ja, ist vielleicht auch die Nummer, wir haben hier ja nicht die Gewässer, um das zu machen. So, und wenn du heute auch nach Dänemark, wir fahren selber, ich war mit Daniel jetzt, meinem Sohn oben, haben wir beide einen schönen Fisch zur Eröffnung gefangen, 1,7 und 1,8 Kilo. Das war auch unter anderem eines meiner schönsten Erlebnisse mit meinem Sohn zusammen, der noch nie eingefangen hat und hat auch noch nie auf Lachs geangelt und hat gleich am ersten Tag 2 sogar am Haken gehabt. Also das war natürlich schon schön. Ne? Aber wir haben hier einfach nicht die Gewässer, dass du das machen kannst. Ich habe das Glück, ich wohne hier nach Zokarov aus in 300 Kilometer. Das habe ich früher einmal die Woche gemacht, wenn ich nächsten Tag frei hatte. Und dann habe ich die Nacht über geangelt und dann wieder nach Hause. Ne, 600 Kilometer abgerissen, aber habe eine super Zeit gehabt. Ne. Heute muss ich immer warten, bis ich Urlaub habe, weil das hält im Alter nicht mehr durch. Ne. Die Fahrerei. Ne. Aber eine schöne Sache, macht auf jeden Fall viel Spaß. Na klar, angeln finde ich sowieso. Ja. Ich bin jeden Tag. Ich wünsche mir heiß, das? So wie wir heiß war für Norwegen. Ja, natürlich. Ich war ja schon ein paar Mal in Norwegen so und das macht so Spaß, dieses auch in dem Fjord Angelei mit leichtem Gerät, was du sagst auch. Oder mittlerweile angle ich, also wenn ich hier rausfahre, angle ich nur noch mit Barschuten. Und dann 2.500er Rollen, 008er Schnur und dann hast du einen Dorsch von 70 cm, der nimmt dir auch erstmal 30 Meter Leine weg. Ne? Das ist ja, heute geht es nicht mehr darum, sag ich mal, die Masse zu fangen. Ne? Das Erlebnis zählt. So und krass. Und Lieblingsköder habt ihr auch, sehe ich da. Ja, haben dann viel zum Raubfischangeln, klar. Ne? Das ist ja auch. Ja, ja, hier ist der Übergang zum Raubfischangeln. Muss man haben. Ich finde, die machen auch eine gute Arbeit, auch auf YouTube aktiv, der Jens. Ja, ja. Und das ist auch hier natürlich ein Thema. Ne? Durch den Kanal zum Zanderangeln. Die ganzen schleswig-holsteinischen Seen. Wir wohnen hier ja eigentlich im Paradies. Das kennen die meisten Süddeutschen auch nicht, dass wir hier super Seen haben, wo du noch alles darfst. Das Einzige, was du hier nicht darfst, ist mit dem Motor fahren. Ne? Das ist ja bei dir nicht wie am Schweriner See. Da darfst du ja mit dem Motor fahren, das darfst du hier halt nicht. Ne? Gibt so ein paar Seen, wo der E-Motor gestattet ist, sag ich mal, oder wo drüber hinweg geguckt wird. Da machen es halt alle. Ne? Na, du musst hier rudern meistens. Meistens musst du rudern. Ja, aber hier, ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ne? Nebenbus ist auch schön. Ja, ja, auf so ein 800 Hektar See macht das schon Spaß. Ja, oder Kajak. Oder Kajak. Ne? Oder Bellyboot geht auch. Das geht auch. Ja, ja, krass. Guckt euch mal zu, Leute. Jetzt habt ihr mal hier so einen Einblick zum Fachgeschäft. Hier seht ihr das mal. Ja, ich zeige euch nochmal die ganzen Buntlöffel hier. Ja. Das ist ja auch so eine Angelei, die gerade wieder dabei ist, sich zu verändern. Die Spotangeln war ja eigentlich früher ein reines Grundangeln. Das wird aber immer beliebter, die aktiv zu angeln. So, du nimmst halt so kleine Buntlöffel, ich sag mal so 30 Gramm, 40 Gramm. Und die werden halt aktiv durchs Wasser gezogen. Ne? Und das machen mittlerweile immer mehr Leute. Ne? Und die gibt es in zig verschiedenen Farben? Die gibt es in allen möglichen Farben, Gewichten. Und da vielleicht noch mal als Tipp, das früher habe ich das nie erzählt, weil das beim Wettangeln für mich natürlich ein super Highlight war. Die absolute Topfarbe ist Gelb. Hast du kein Gelb beim Buntangeln, hättest du nie eine Chance zu gewinnen. Das ist ganz wichtig. Warum ist das so? Das kann ich dir nicht sagen, aber Gelb ist, kannst du wirklich mit rausfahren, wenn du Rot hättest und ich habe Gelb, dann habe ich das doppelte an Fisch wie du. Selbst wenn du ein guter Angler bist, das ist so. Die Farbe ist absolut die Topfarbe. Ich habe einen Freund, der wohnt in Warnemünde, alter aus Warnemünde jedenfalls, und der Horst Stark ist das. Und da waren wir letztens angeln und da hat mir gesagt, Jan, bring bitte Garnelen mit. Ja. Aber die müssen aus dem Penny sein. Garnelen aus dem Penny. Ja. So, warum nicht Wattwurm? Nee, Garnelen. Ja. Die Packung kostet irgendwie 3,50 Euro. Ich habe die mitgenommen. Die haben wir raufgemacht. Und ich habe mit unter Wasserkamera gefischt. Ja. Und die haben gebissen, die Plattfische. Ja. Wie verrückt. Die waren ja so weiß. Die sind so weiß. Ja, ja, du sagst, Gelb ist noch besser? Ja, Gelb ist absolut das Wichtigste überhaupt. Das ist natürlich ein Tipp jetzt hier. Also ja. Vom Weltmeister hier.
krass, was ihr habt alle. Aber mit System schon fertig alles. Die gibt es auch fertig. Ne? Hier bei Eisele hast du ja immer, dass die, das lässt er ja bei Hausfrauen machen in Ostholstein. Ne? Das ist also auch alles vernünftig gebunden. Kostet einen Mark mehr, aber ist auch gut. Ne? Guck mal, auch mit Geld. Ja. Und der ist fast, guck mal, der ist fast, ja, ja. Das ist ja klar hier, ne? Siehst du auch, das ist, wo gelb ist, sind überall ein paar Lücken, ne? Also hier zum Beispiel, wenn du so einen kleinen nachgemachten Butt hast, das ist die Topfarbe. Das ist wie so ein, Topfarbe, wie so ein, ne? Wie so ein Butt. Ja. Grundsätzlich, du fängst mit allen. Aber wenn du, sag ich mal, das weißt, kannst du halt deine Fangchancen extrem erhöhen. Das ist beim Brandungsangeln auch so, ne? Gelbe Perlen sind mit das Wichtigste, ne? Und was auch wichtig ist, ist Bewegung. Ne? Man soll das nicht einfach tot liegen lassen, immer beim Plattfisch immer mal ein bisschen bewegen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja, da gehen die richtig drauf. Die sind da, aggressiv, du. Die sind ja am Grund, ja, und gucken raus. Und vor allen Dingen, einer ist nie alleine. Da sind manchmal 10. Und je mehr das werden, je größer ist der Futterneid. Und dann wird das auch richtig aggressiv. Ne? Eigentlich ist es so, wenn du mit dem Boot dich verankerst, dauert das eine halbe Stunde, bis der erste kommt. Und dann werden die Abstände immer kürzer und nachher kommen beim Hochdrehen, das kennt jeder, der das schon mal gemacht hat, kommt 10 hinterher. Einen hast du am Haken und die anderen wollen auch. Ne? Das werden, wie gesagt, immer mehr dann. Ne? Im Plattfischen haben wir die letzten Jahre, das ist auch Wahnsinn. Hat das zugenommen? Mit dem, das hat extrem zugenommen, ja. Der hat ja keine große Konkurrenz. Ne? Das muss man so sehen. Ne? Ja. Der Dorsch ist nicht mehr so da, aber du sagst, es ist die kommen, das ist gekommen. Kommen. Wir haben, was viele auch, das ist auch so ein Ding, was die ganzen Politiker ja überhaupt nicht auf dem Schirm haben. 86 bis 96 gab es gar keine Dorsche. Da war es wirklich so, da hatten die Wettangeln 200 bis 300 Leute und wir haben gar keinen Dorsch gefangen. Das war jetzt nicht so, jetzt gab es immer noch ein paar. Ne? So, aber da waren die 10 Jahre weg und mit einmal waren sie wie von Geisterhand wieder da. Ne? Das hat auch was mit der Nahrung zu tun. Sicherlich ist unser Wasser heute nicht mehr so gut durch die Überdüngung. Das ist das Hauptproblem, was wir haben. Die Ostsee ist ja teilweise, kippt sie ja auch um. Aber ich sag mal, das mit den Dorschen hat es immer gegeben. Ne? Und alte Fischer haben mir damals schon gesagt, hier Hermann Heißler vom Hai 4, das war ein Fischer von hier, nicht so einer hier aus Ostpreußen, die hierher gekommen sind, sondern einer, der hier sein Leben lang verbracht hat. Und der hat immer gesagt, die Dorsche waren immer wie eine Wellenbewegung. Die haben ganz starke Jahre und dann fallen sie auch wieder ganz runter. Ne? Und das kann ich auch nur bestätigen. Ist so. Und der Dorsch kommt jetzt wieder. Ne? Das ist so. Ich kann nur hoffen, dass sie uns 25 wieder was zurückgeben. Ja, du meinst Überdüngung. Sauerstoffmangel haben die auch vielleicht? Ja, gebutet, aber oder? Das ist ja eine Folge der Überdüngung. Ne? Ja. Das ist hier bei uns ein Problem. In Dänemark haben wir zum Beispiel an den Meerforellenbächen, die in Limfjord gehen, sind einige Bäche, die wirklich einen guten Bestand haben, die jetzt fast ganz runter sind, weil die gehen nicht mehr in den Limfjord rein. Ne? Der ist extrem schlecht. Der war kurz so gut. Das war ein Traum. Bestes Aalgewässer Europas war das mal. Ne? Dann hat aber auch die Muschelfischerei dort, die letzten Jahre wurde das immer noch stark gemacht. Jetzt ist das ja auch ganz runter reduziert. Und die Muscheln sind der Filter, ne, fürs Wasser. Ne? Und den können wir nicht einfach rausholen. Ne? Das sollte man lieber nicht tun. Aber das sind so Nebengeräusche. Der Dorsch kommt wieder, sagst du. Ja, da mache ich mir keine Sorgen um. Heftig. Guck mal, sitzen wir hier. So, und hier kannst du noch mal so die Brandungsgeschichte, das ist ja so mehr mein Steckenpferd hier. Ne? Wahnsinn, was für Vorfäger es da gibt. Ne? Ja. Die sind sehr gut gemacht hier, muss man sagen. Die vom Balzer, die sind von Spoh. Ja, Spoh, ja. Top. Und sagst du, würdest du auch mehr Geld nehmen? Ich habe nur Geld. Du hast ja Geld. Guck mal, nur Geld. Ja, ich habe die letzten Jahre, sag ich mal, wo ich das noch gemacht habe, habe ich auch relativ viel verraten. So, früher beim Wettkampf hat man das ja nicht gesagt. Ne? Und ich sag mal, mein Jüngster hier, Fabian, der hat noch bei der Jugend mitgemacht. Der wurde dann auf Anhieb zweimal Deutscher Meister und einmal Deutscher Vizemeister. Und das war, sag ich mal, da hat er so 3 Jahre den Vorsprung auch gehabt. Der kam als Kleinster da an, er ist wirklich nur so
Und da waren dann, es gibt da U21, das waren richtige Löwen, die auch werfen konnten und so. Und er hatte aber das Wissen vom Vater. Und ich habe ihm gesagt, mach das so und so und dann wird das laufen. Und da konntest du sehen, was für ein Wissen du mittlerweile, konntest dich selber überprüfen, meine ich. Und das war auch so, schöne Zeiten. Ja, herrlich. Und manchmal sind das so Kleinigkeiten, die entscheiden. Also ja, auch beim Brandungsangeln. Mundschnüre, Länge, Farbe eventuell. Das ist eigentlich, denke ich auch. Das ist eigentlich hier, wird heute bei Jensi als Nummer 4 verkauft. Das ist eigentlich das Vorfach, wie ich immer gefischt habe. Und das ist eigentlich das absolut Wichtigste. Habt ihr einen Online-Shop, sag mal? Nein. Habt ihr nicht, okay. Nicht, also wir haben, Angel Joe hat einen Online-Shop, ja. Aber jetzt nicht für diese Dinge speziell. Ach so, das ist speziell bei euch zu bekommen. Weil ja. Ihr wart ja richtig Teamangler, kann man das sagen? Ja, ja. Und Entwickler, ja, bei Dega. Genau, bei Dega, wir waren hier bei Penn, wir waren davor bei Zepco. Und Heiner ist eigentlich der Erfinder der Teamangelei. Heiner war der Erste, der damals dafür gesorgt hat, dass wir gesponsert wurden. Das war 86 auf der WM. Da ging das eigentlich los, dass so diese ganze Teamgeschichte anfing. Das wissen auch die wenigsten. Nein, das wissen ja. Das gab es vorher nicht. Aber da kam dann, das war hier die Weltmeisterschaft im eigenen Land auf Fehmarn. Und dann wurden wir von der Firma FHK und Niedermeyer, die haben Hardy zum Beispiel verkauft. Die haben uns gesponsert. Ne? Da kriegten wir Bekleidung und Routen und sowas. Ne? Das war schon eine tolle Sache. Ja, so eine Ausflüge kosten ja auch Geld. Ne? Das kostet richtig Geld. Ja. Also Heiner hat in seinem Leben bestimmt 2 Familienhäuser verangelt. Das kann man bestimmt sagen. Ne? Wenn du die ganzen Fahrkosten und Futter und was da alles so passiert ist. Das ist unglaublich. Ne? Ja, ja. Das ist krass, was ihr habt. Allein hier drüben. Jetzt habt ihr hier Routen ohne Ende dazwischendurch. Guck mal, da ist ein Gang. Da ist ja nur Zubehör. Ja. Also für Leute, die sich das selber auch bauen, ne, diese Vorfächer. Ja. Oh, ist das krass. Und das ist eigentlich auch das Schöne hier bei Eisele. Da kannst du halt sagen, Michael, wenn man den Kontakt hat, die machen das halt hier, habe ich ihm gesagt, mach mal Bottlöffel ein bisschen mehr gelbes Zeug. Und der sagt, das läuft super gut. Ja. Ne? Also daran siehst du, dass das auch funktioniert. Ne? Ja, klar. Ja. Schön. So, wir können mal zu unserem Herzstück gehen hier, wofür wir eigentlich auch bekannt sind, sind unsere Top-Wattwürmer und Sandwürmer. Und da haben wir auch eine richtige Anlage. Das ist auch viel Arbeit. Ne? Ist für Angel Joe nicht ganz so gut, weil ich muss viel Zeit da auch verbringen. Aber ist halt wichtig. Ne? Ohne Köder kann man nicht angeln. Ne? Lass uns mal in den Keller gehen. Komm, im Keller gehen wir. Ein Traditionsgeschäft. Jetzt wird es ein bisschen dunkler, aber das geht, ne? Wird gleich wieder hell. Wird gleich wieder hell, ja. Ist das? Guck mal, hier mein Kollege hat gerade Würmer abgepackt. Und da könnt ihr sehen, sag ich mal, so sehen gesunde Wattwürmer aus, ne? Dann ist da auch noch Leben drin, die sind prall. Wollen wir mal gucken, dass wir hier mal einen Toten finden da. Der hat das nicht mehr so schön. Wobei man dazu immer sagen muss, die kann man genauso gut angeln wie einen lebendigen Wurm. Ne? Heute hat man immer mal Leute, die dann auch mal, oh, meine Würmer waren schlecht. Da sage ich immer, du, steck die Pelle auf, die fängt genauso gut und manchmal besser. Und das sind meine alten Würmer hier, die so sterben. Und es gibt ein paar Angler, die ich mal verraten habe, die sind sehr gut. Ne? Ihr könnt in der Kamera leider nicht riechen, aber die stinken. Ja, oh ja. So, und wenn du die einen Tag stehen lässt und angelst, ist das ein sehr guter Köder. Ach, deswegen extra ein bisschen alten. Und dann ja, das gibt so ein paar Wettangler noch, die so im Verein und so machen und die machen das gerne mal. Ne? Ja, und das sind diese Wattwürmer hier. Ja, so, dann lass das mal hier rein. Denk an deinen Kopf. Ja, okay. So, hier mischen wir Salzwasser selber an. Jetzt wird es ganz kalt. Hier ist Salzwasser drin, ne? Für die Wattwürmer. Genau. Das ist für die Wattwürmer und auch für die Sandwürmer, ne? Ja. So, und dann haben wir hier so eine biologische Anlage. Die ist für Sandwürmer. Die ist mit Muscheln gemacht. Da sind Muschelschalen drin.
Da drinnen bilden sich Bakterien und da kommen dann, die reinigen das Wasser und filtern das Wasser. Ne? Das brauchst du nicht so oft wechseln. So, und das sind dann die Sandwürmer. Ne? Das sind die, die auch kneifen. Einige Angler haben da mal Angst vor, das tut aber nicht weh. Die haben vorne so eine Kneifer. Ne? Da kommen zwei so eine Kneifer aus. Das sind aber gezüchtete und die sind nicht so aggressiv wie die Originalen. Der Original ist, wenn man hier vorne rauf tippt, kommen ja, die manchmal raus. Ne? Aber der macht das jetzt nicht. Nee, wirst du noch mal was gesehen? So, da haben wir hier so ein paar Techniken entwickelt. Wenn ich die Toten raus haben will, lege ich die hier so auf so ein Sieb. Dann dauert das nicht lange, laufen die durch und hab dann die Toten sortiert. Ne? Also bist du bei uns hier immer, kriegst du eigentlich immer Top-Ware, dafür sind wir auch bekannt. Ne? Und das ist ja mega, was ist das für eine krasse Anlage? Und hier haben wir eine Osmoseanlage, die filtert hier die schlechten Sachen raus über Schaum, siehst du auch. Und da ist dann eigentlich so der Abfall drin. Ne? Das haben wir noch nie gesehen. Und dann haben wir hier drin so Siebe. Da kannst du sehen, da lagern wir dann unsere Würmer drauf. Und die sind dann tipptopp. Ne? Wie viele Tonnen Wattwürmer macht ihr im Jahr? Das ist ja krass. Das ist unglaublich, glaube ich. Ja, früher hatten wir hier drüben noch eine Anlage mehr. Aber da war das Wettfischen auch noch voll im Gang. Ne? Das ist ein bisschen zurückgegangen. Ne? Aber wir machen so in der Woche so 5.000 bis 10.000 Wattwürmer. Ne? Wahnsinn. Und dann auch noch hier so 10, 20 Kilo von den Sandwürmern. So zu sehen. Das Wasser ist jetzt so ein bisschen milchig, weil die Laichzeit haben. Ne? Die Laichen, die Würmer. Hier kann man aber eigentlich noch gut sehen. Der hat ganz viel Laich in sich, ne? Die hellen Stellen hier. Und dadurch wird das Wasser dann milchig. Ne? Krass. Krass. Also das ist echt krass. Ja. Habe ich noch nie gesehen. Nee. Mensch, so. Hammer, ein richtige extra, ein Kühl, das ist ein Kühlhaus sozusagen, oder ein ja. Kühlraum. Ganz, also ganz dick, das ist auch ganz kalt, wenn man hier reingeht. Da habt ihr auch eure Würmer, die ihr lagert und so weiter und so fort. Ich meine, das ist schon Endstufe, ne? Das ist wirklich Endstufe. Und der Bezahlungspapier, werden die Wattwürmer eingeschlagen? Ja. Denke ich mal da? Ja, ja, die werden hier eingeschlagen und was... Die Wattwürmer ist immer gut, wenn die trocken sind. Ne? Das Problem ist, in schlechten Zeiten sind auch die Zeitungsblätter dünner geworden. Und früher brauchte man nur zwei Blätter, heute musst du vier nehmen. Und das ist eine unheimliche Arbeit, macht sich keiner Begriff von, die Zeitung auszulegen. Du hast da Werbung zwischen und dann sitzt du manchmal zwei Stunden und bist nur am Zeitung auslegen. Ne? Ja, krass. So, und bei den Sandwürmern ist ganz gut, da gibt es so Dämmmaterialien. Das ist ganz leicht, so ähnlich wie Styropor. Kann man bald sagen, das wird zwischen die Häuser unter Druck zum Isolieren gemacht. Und da drin kann man auch super gut die Sandwürmer einpacken. Ne? Ich mache das jetzt mal so hier. So. Ach, weil die auch im Sand so leben? Ja, einmal im Sand zu leben. Das Problem ist, wenn die aneinander sind, die sondern einen Schleim ab. Damit werden ihre toten Kameraden isoliert. So, und dann stecken sich die Gesunden daran an. Und wenn du das hier reinmachst, kannst du die wesentlich länger halten. Ne? Und dann haben wir so ein Fischpapier, was du beim Fischhändler kriegst. Da legen wir sie rauf. Das Zeug speichert auch ein bisschen Feuchtigkeit und dann kannst du sie sehr lange einpacken. Und was, wenn du jetzt zum Brand, du bist Brandungsweltmeister. Ja. Du kennst Wattwürmer, du kennst Ringelwürmer. Ja. Was ist der beste Köder für dich? Also hier in Deutschland, ich habe immer geangelt. Einen mittleren Wattwurm, ich sag mal so einen, und einen kleinen Sandwurm. So, ein kleiner Sandwurm heißt auch so ein... Wie an einem Haken jetzt? Immer an einem Haken. Welchen steckst du zuerst drauf? Immer den Wattwurm zuerst. Der hält am schlechtesten. Und den Sandwurm zuletzt. Der Sandwurm sitzt also auf dem Haken, der Wattwurm geht auf die Schnur. Rutscht nachher alles in Hakenbogen. Es bleibt nur noch von dem Schlauch eigentlich was nach, wenn du richtig heftig wirfst.
Aber ich behaupte, dass man mit einem Sandwurm von Haus aus größere Fische fängt. Also du fängst mehr maßige Fische, wenn du einen Kombiköder angelst. Und ich habe nie anders geangelt. Ich habe immer Watt und Sandwurm geangelt. Ich habe nie einzeln Wattwurm oder so geangelt. Krass, was der Mann weiß. Günter Grossmann, mehrfacher Weltmeister. Europameister. Ja, ja. Vize-Weltmeister. Ja, ja, du bist ja, alles ja geworden hier. Das ist ja Wahnsinn, du. Du kennst auch Horst Hennings, Rute raus, der Spaß ja beginnt. Ja, natürlich. Horst ist ja ein sehr guter Freund von Heiner. Und die haben früher zusammen, Horst kommt ja mehr vom Stippfischen. Meeresangeln hat, das, eigentlich sind das Ziehkinder von Heiner, muss man so sagen. Heiner hat früher ganz viele, der war mal seiner Zeit weit voraus. Ne? Und was der berissen hat, anglerisch, das ist, kann man, das ist unglaublich. Da bin ich noch ein weiser Knabe gegen. Ja, ja. Aber Horst ist ein super lieber Mensch. Auch. Ja, und Horst ist ein gerne super Entertainer auch. Ja, ne? Das sowieso. Er kann auch richtig gut angeln. Ich glaube, das ist Horst kann auch ganz gut angeln. Ja, ja, ich glaube schon. Ja, ja. Der hat schon ein bisschen was drauf. Ja. So toll. Och, Wahnsinn. So, Leute, lasst mal unbedingt ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Weil das hier ist wirklich Tradition, was ihr hier geboten bekommt. Und so viel Input, gerade für den Meeresangler. Krass, 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 krass. Grossmann, Angel Joe in Kiel. Mega. Grossmann. Nicht. Grossmann. Achso, ich meine Grossmann. Grossmann genau heißt das, ja? Ja, das ist ein SZ. SZ, deswegen da vorne. Ja. Grossmann, okay. Wahnsinn. Leute. Ja, und hier hast du deinen Raubfisch, ne? Ja. Auch hier alles, auch, was das Herz begehrt, denke ich. Das ist schon über eine Stunde. Wahnsinn, das Video. Über eine Stunde schon. Ja, die Zeit ja rennt, oder? Die Zeit rennt, du. Guck dir das an. Das guckt ist so, euch ne? Das an. Ihr habt die Angebote noch und nöcher. Hier ist sogar ein Bellyboot. Was ist das ja hier? Ja, ja, ja. Gibt es ja auch immer mehr Leute, die das machen, ne? Ja, da gibt es auch immer mehr, ne? Die Zec ist auch ein sehr beliebtes Boot eigentlich. Schön. Davon haben wir relativ viel verkauft. Und für den, der was richtig Gutes haben will, der nimmt einen Elling, ne? Das ist wohl so der Mercedes unter den Bellybooten. Kenne ich gar nicht. Ja, aber da okay ist, das ist einfach nochmal. Wie heißt das? Elling. Elling, okay. Ja. Wow. Das kann man bei uns im Online-Shop. Ach so. Die haben das eigentlich immer da. Wir bestellen das, wenn das einer ja haben will. Ja. Da ist ja Reimer hier, mein jüngerer Kollege, der ist im Moment aber in China. Der hat eine Freundin von da und der testet da gerade mal die Angelgeschäfte, wie das da so ist. Ne? Ach, schön. Und was hat das Bellyboot? Was ist das besser? Was ist da besser dran? Das sind noch, die Sachen sind nochmals besser verarbeitet. Das ist so, als wenn du ein Top-Boot. Ja. Du weißt ja, das gibt Boote, mit denen du alles machen kannst. Dafür ist dieses hier auch gut. Aber dann gibt es nochmal das Elling, das setzt nochmal einen Punkt. Da sind die Nähte nochmal anders verarbeitet und stabiler alles noch. Ja. Das ist so unter den Bellyboot-Angler, sag ich mal, der Mercedes. Ne? Ja, hier, und dann siehst du ja hier diese Geschichte. Das ist sehr beliebt im Moment. Da sind auch schon wieder Löcher drin. Ja, da wirst du immer Löcher haben, weil die teilweise auch das gar nicht beliefern können, ne? Denke ich mal. Ne? Die Wobbler hier, die tauschst du mittlerweile, kannst du sagen, ja, alle zwei Wochen aus. Ne? Das ist wirklich, was im Moment angesagt ist unter den Raubfischanglern. Ne? Das ist ja sowieso im Moment die Trendgeschichte. Ne? Dann Kitec. Ja, Gummis gibt es hier. Was? Wie Wattwürmer. Sag mal, wie viel tausende Gummifische ja habt ihr hier? Das ist eine riesen Wand, sag mal. Oh, Leute, guckt, ich war noch gar nicht unten mit der Kamera. Schaut euch das mal an. Was hier für eine riesige Auswahl ist. Kitec, ich meine, muss man nicht viel für sagen. Gibt es natürlich fast auch in jedem Store, ne? Also Kitec hat ja, die siehst du überall. Bei uns ist der Vorteil, wir haben gegenüber den meisten Geschäften in Deutschland, wir haben ja, du kannst hier bei uns eben auch im Meer angeln und im Süßwasser, ne? Wir haben also hier das Doppelte eigentlich wie die anderen, ne? Und da wir keine Winter mehr haben, ist hier auch 365 Tage im Jahr Saison, ne? Du kannst ja immer angeln. Ihr ja könnt ja immer auf Deutsch genau angeln im Süßwasser. Ja, und der Kanal, bevor der zufriert, dann ist schon, da fahren ja immer die großen Schiffe durch. Ja, da muss schon richtig was passieren, ne?
Ist das verrückt. Und kannst du im Kanal auch so ein 60er Dorsch machen? Ja, 70er sind im Moment so die Größen. Die gibt es da auch. Bis 70 Zentimeter, sag ich mal, kommt auch hier in der Förde. Und die jiggst du ganz normal oder wie? Kannst du jiggen, pegen, Brandungsangeln. Du angelst im Kanal eigentlich mit Brandungsgeschirr, weil du musst teilweise manchmal drüben an die andere Seite. Der Kanal ist bis 220 Meter breit. An den breitesten Stellen, wo eine Weiche ist, hat er manchmal sogar noch ein bisschen mehr. Und da musst du halt manchmal rüberlangen, weil das Vorfach anders liegt, wenn du von der anderen Seite darüber angelst. Ne, als wenn du von der eigenen Seite. Viele sagen dann immer, ja, dann könntest du ja auch hier vorne angeln. Ja, also ich kannst du gerne machen, aber dein Vorfach liegt nicht gut. So sage ich das immer. Das ist immer für einen, der das nicht kennt. Wenn du von drüben angelst, fängst du das Doppelte. Als wenn du von deiner Seite an der Kante angelst, wo es hochgeht. Ne? Und das ist eigentlich logisch, weil die Haken hängen anders. Da ist Bewegung drin. Der Haken hängt ja frei. Angelst du von deiner Seite, liegt der Haken immer platt am Grund. Ne? Das sind auch so. Das sind so Tricks, guck mal. Ja. Heißt die hier, Leute. Tricks. Mein Vater hat immer zu uns gesagt, ihr müsst denken wie ein Fisch. Natürlich denkst du eigentlich wie ein Mensch. Ne? Aber du musst das übertragen. Und das ist beim Angeln, man muss sich halt einen Kopf darum machen, was da passiert. Wissen, warum was passiert. Genau. Hier, ne? Ganz so wichtig. Ist das. Nicht einfach nur anbinden, sondern ein bisschen überlegen. Ja, und das macht einen guten Angler nachher irgendwann aus. Ja. Natürlich auch ein bisschen Glück. Beim Angeln gehört immer Glück dazu. Ja, wenn kein Fisch da ist, kannst du keinen fangen. Das ist klar. Aber ansonsten so, man sieht schon, dass die Leute, die sich Gedanken machen, weit oben immer mitspielen. Ja, genau. Es sind immer wieder, das haben auch viele zu uns gesagt. Und dann habe ich immer gesagt, ja, über den einen Tag, wo ihr uns mal geschlagen habt, da redet ihr. Über die anderen 20 Tage, wo ihr verloren habt, da redet ihr nicht. Das ist kein Glück. Also Angeln ist grundsätzlich mal kein Glück. Du kannst das beeinflussen, was da passiert. Ne? Du musst natürlich den Platz dafür haben, wenn du beim Wettangeln bist, dass da auch ein paar Fische sind. Aber du kannst bestimmen, ob sie zu dir kommen oder was sie den Tag mögen oder. Ja, ich meinte mit Glück vielleicht, ich bin jetzt auch Raubfischangler, ob du jetzt einen 90er Hecht fängst oder einen Meter Hecht, das ist halt dieses Glück. Ja, aber da, diese 10 Zentimeter. Aber da sage ich dir, du kennst ja genug, die Live-Scope-Angler machen. Die fangen halt mit einmal diese, die der Normalangler wahrscheinlich in seinem Leben nie zu sehen kriegt. Das heißt also, man ist angelerisch noch lange nicht am Ende dann. Ne? Man muss immer wieder, auch mein Vater hat immer gesagt, der ist 80 geworden, hat immer gesagt, oh, dass du die Vorfächer jetzt so machst. Er hat bis zum letzten Tag gelernt und das ist das. Das macht unser Hobby ja auch so interessant. Du lernst nie aus. Beim Angeln musst du immer wieder neu überlegen, dir was Neues einfallen lassen. Es gibt immer wieder Farben, die mit einmal... Oder neue Gummis oder... Das sage ich immer im Unterricht zu meinen Schülern. Ja. Das ist noch das andere. Es geht so ganz tief rein. Genau. Und wenn man erstmal wenn so du das aufgesaugt hast. Das ist krass und es hört nicht auf. Und du merkst das jetzt. Ich habe ja auch schon ein bisschen Angelerfahrung. Aber das ist so interessant, dir auch zuzuhören. Ja. Diese Geschichten und so, dieses Lernen. Ich lerne schon wieder und ich mache schon wieder, weil ich das spannend finde. Ne? Ja. Du musst ein Buch schreiben. Ja, ja. Du musst ein Buch schreiben. Nein, das ist nicht meins. Ich will jetzt auch irgendwann mal in Rente gehen, dann will ich noch ein bisschen mehr angeln. Ja, du brauchst einfach so einen Autor, der dann mit dir einfach mit aufnimmt und so fertig. Ja. Das ist ja so interessant. Mann, ist das Wahnsinn. Einfach was für ein krasser Rundgang. Leute, like das auf jeden Fall. Lasst einen Kommentar dran, denkt dran, es gibt was zu gewinnen. Ja. Und hier haben wir wieder den Erlande. Schon wieder den Erlande. Ja, ja, da muss man. Auch fürs Süßwasser haben die sehr schöne Sachen. Ne? Also ich mag das sehr gerne. Erstens halten die Gummis extrem lange. Das ist für den Verkäufer nicht so schön. Aber zeig mal hier. Was ist das wieder krasses? Ja, ja. All die Jungs sind nicht schlecht hier, die wissen, was sie machen. Guck mal, mit Gewicht unten. Ja. Einfach, dann ist ja, ich denke immer, das ist der austarierte im Wasser, ne? Oder? Ja, und das ist auch ein bisschen breiter, der macht natürlich ordentlich Rabatz, ne? Oh, krass. Da geht schon wieder weiter. Ja. Ich kenne das alles. Die wollen wir dir dazulegen. Ja, natürlich. Ja, komm, lass uns den einen dazulegen. Ja, ich werde meinen Chef schon überreden. Ja. Das kriegen wir hin. Boah, ist das krass. Ja, mega. Ja, und hier hast du denn die so ein bisschen Wobbler. Die sind auch sehr gut fürs Meeresfischen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der bekannteste Wobbler. In Europa, sag ich mal. Viele der Jüngeren lachen immer,
Aber es gibt keinen Wobbler, der besser ist zum Dorschangeln. Mittlerweile gibt es noch den Skeeter. Das ist ja einer, der bricht ein bisschen mehr aus. Der hat so eine halbrunde Schaufel. Der ist zum Beispiel top für Seelachse hier bei uns in der Förde. Wird sehr gut mitgefangen. Und was man eben machen kann hier, das sage ich vielen Anglern, wenn sie in der Förde zum Beispiel sind auf 20 Meter, da kriegst du ja keinen Wobbler, der da runtergeht in dieser Größe. Dann machst du mit einem Gummiband einfach einen halben Schlag um die Schnur und kannst die Gewichte dann selber bestimmen. 20 Gramm, 30 Gramm, 40 Gramm. Und die setzt du einfach einen Meter davor. Und dann geht der Wobbler dahin, wo du ihn hinhaben willst. Mit einem Gummiband in die Schnur? Ja, Schlag? Das kennen die wenigsten. Zeig mal. Kannst du das zeigen? Ja, klar. Kannst du das zeigen? Oh Leute, die ganzen Rollen. Das ist also, ist das krass. Ist das krass. Guckt euch das mal an. Ich gehe mal langsam hinterher. Was ist das? Mal gucken. Vielleicht gehe ich mal hier wegen dem Licht. Oder ich drehe mich mal so rum. Vielleicht ist das besser. Ja. Fredo, halt mal die Spule fest hier. So, wenn jetzt. Du bist der? Ich bin Frido. Hallo Frido. Du arbeitest hier auch, ich sehe das schon hier, ne? Hier kann man gar zu. So. Guter Raubfischangler. Ja? Ja, ja. Schön. So, hier hast du normales Gummiband. Jetzt musst du dir vorstellen, du legst das Gummiband hier zusammen, nimmst ein Birnenblei, schiebst das durch die Öse. Einfach so durch und dann hängt dieses Birnenblei hier an dem Gummi. Und dasselbe machen wir nochmal an der Schnur. Einfach so einen halben Schlag. Ach, das Birnenblei würde jetzt da dran, wo da hängt jetzt das, wo mein Finger sind, würde das Birnenblei hängen? Genau, da hängt das Birnenblei und dann ziehst du da einmal dran und dann bleibt das hier auf der Schnur so, wie es ist. Ey Leute, was ist denn das krass? Und dann hast du den Vorteil, solltest du mal einen Hänger kriegen, reißt du das Gummiband einfach weg, hast zwar das Blei verloren, aber deinen tollen Wobbler hast du wieder, ne? Ach, Wahnsinn. Und dann machst du, sag ich mal so, hier einen Meter bis anderthalb davor. Und dann kommst du mit 40 Gramm ungefähr auf 15 Meter runter. Krass. Also hier ein Blei rein einfach. Genau. Und das kannst du verschieben, wohin du das willst. Du das kannst schon wieder. Ich kann das auch hier hinten hinschieben, das ist egal. Und das hält hier, ne? Das siehst du. Wenn du das einmal so ein bisschen anziehst. Du weißt du was? Ich kannte das nicht. Nee. Du machst mich fertig hier. Und ich angle bestimmt schon lange. Ja, aber das kennen viele nicht. Das gibt's nicht, du, der Weltmeister. Guck mal, und das ist der Unterschied, einfach wenn man so lange angelt. Und dein Vater hat auch geangelt. Unser Vater hat auch geangelt, davon kommt das? Da habt ihr das alle drei Brüder? Ja, wir kommen eigentlich aus einer Fischerfamilie. Mein Urgroßvater war Fischer. Oder im Sommer hatten die ein Schwimmbad an der Nogat. Und ja, und dann haben die im Winter, wenn kein Badebetrieb war, dann haben die gefischt oder geangelt. So, und dann wurden die Fische damals da verkauft. Das war denen ihr Wintereinkommen. Und so ist das von Generation zu Generation. Irgendwann dann sind wir hier rüber. Und dann haben wir hier praktisch nur noch geangelt, nicht mehr gefischt. Wahnsinn. Ja, so krass ist das. Krass, Leute, schaut euch das an. Und hier sind die Gummibänder. Also den besten Tipp, das ist ja wirklich. Also Fachwissen und eine glatte 1 hier. Ja. Das ist heftig. Und die besten Gummibänder sind um die Haken von, was ist denn das hier, von Spro. Um die Gamagatsu-Haken. Die werden gebündelt. Und da machen ein Klarsicht-Gummiband rum, das ist so extrem haltbar. Zeig mal, habt ihr das hier? Nein, habe ich nicht hier. Die habe ich alle zu Hause. Ich weiß, da ist so ein ganz... Ja, so ein weißes, dünnes... Das stimmt, das ist da. Das ist sehr haltbar. Ja, extrem haltbar. Das habe ich auch mal bei den Gamagatsu-Haken. Genau. Das Ding nimmst du? Ja. Warum ist das so gut? Weil das so... Ja, weil erstens ist das durchsichtig und also fast nicht zu sehen. Und sonst kriegst du ab und zu mal Bisse auf dem Blei. Ach so, durch die Farbe. So, durch die rote Farbe, ne, vom Gummi. Aber du hast keinen Gamagatsu-Haken drin, der das noch hat? Oder hast du schon alle die sind ja alle ausgepackt. Ach so. Oder haben wir hier noch Gummis davon? Nein. Ne? Habt ihr einen Gummis davon? Auch schade. Die werden hier sofort einkassiert mittlerweile. Nur für die Zuschauer, weißt du, dass sie das sehen. So nein, ich hab die leider nicht. Also bei jedem Gamagatsu-Packung drin? Nein, wenn du die, das ist eigentlich für uns Händler, wenn du 10 Stück bekommst, werden die ja damit gebündelt. Aber das ist ein super Gummiband. Kannst du deiner Firma mal vorschlagen, die sollen sie doch mal verkaufen. 10 Stück in der Tüte. Du, das gebe ich weiter. Ja.
Das gebe ich weiter. Hast gleich eine Empfehlung für die Firma. Ja, das ist hier auch noch ein riesen Herzstück, Leute, wo wir gerade hier sind. Das ist Heringsangeln. Ne? Wahnsinn. Oh, wie klein und fein. Ja, heute gibt es diese und von ganzen. Gamagatsu, richtig, ja. Warum so klein? Was ist das? Ich sag mal, früher haben wir war das eiserne Vorfach. Das war früher mal das Heringsvorfach, was es gab. Es gab gar kein anderes. Das war so ein großer Goldhaken. Und da haben wir auch Heringe mitgefangen. Heute, sage ich mal, durch die Deutschrussen, die hier gekommen sind, die dieses feine Angeln noch so betreiben, so mit Maden, ein paar kleine Fische angeln und so, die haben gerne kleine Heringsvorfächer. Und seitdem gibt es auch wieder Haken bis Größe 16er hier runter. Ne? Also halt sowas hier. Ne? Und das beste Vorfach ist eigentlich, was ich nur empfehlen kann, ist dieses. Da sind die meisten Vereinsangeln und so auch mit gewonnen worden. Ne? Das gibt's von Balzer, von Jensi und von Jatt hat es das gegeben. Ne? Aber Jatt ist ja jetzt aufgekauft von unserer Firma. Also werden die auch demnächst das Top-Heringsvorfach haben. Ja, krass. Dann machen, was wir hier auch viel machen, das sind auch Sachen, die oh, alleine das, wenn ich diese Blinker sehe, wie schön, diese Farbe da, dieses Perch. Genau, die sind aber nicht zum Hechtangeln, das sind ja eigentlich Hechtblinker. Wir nehmen die zum Heringangeln. So, das hat auch früher keiner gemacht. Das ist eigentlich der alte Heinz-Blinker. Früher von THM, heute gibt es den von Jensi. 45 Gramm. Drillinge weg. Die knipst man einfach weg und angelt den als Heringsblinker. Hat den Vorteil, der ist ja, hat eine unheimliche Auflage und ist ganz lange unterwegs im Wasser. Ne? Der taumelt ganz langsam runter. Und dann brauchst du nur reinwerfen, sofort die Rolle umklappen und lässt den Blinker nur so runtertaumeln. Der ist, sag ich jetzt mal, 3 Minuten unterwegs, bis er unten ist. Und normales Heringsblei ist nach einer Minute unten. So, als Verständnis mal. Und so bist du viel länger im Schwarm der Fische und fängst mehr Heringe, als statt nur ein oder zwei. Meistens hast du dann 3, 4, 5 am Haken. Ne? Ja, und das kannst du mit allen großen Blinker machen. Die FZ-Nachbauten. Ich hab mich mal ein älterer Herr, ein Rentner, ja, richtig fertig geangelt. Weißt du was? Ja, das glaube ich. Ich war in Neustadt und der hat gefangen. Der hat mit so einem Blinker, ich habe es erst nicht gesehen, wirft raus, wieder. Hat er gewartet? 1, 2, du hast gesehen an der Rutspitze, ja, wie die Heringe anbeißen. Genau. Full House, 5 ja, Stück, rausgeholt, nächsten. Und ich immer hingeworfen, so ein bisschen schräg, weißt du. Da war 2 ja, Plätze weiter, aber ja, ich habe nichts gefangen, weil ich das normale Heringsblei. Genau, du warst viel zu schnell. Ich war viel zu schnell. Durch den Schwarm durch. Genau, dieses ganz normale Heringsblei genommen habe. Die haben aber auch ihre Berechtigung, wenn du weit raus musst. Dann bist du mit dem Blinker in dem Nachteil, du kannst damit nicht weit werfen. Die fangen an zu flattern in der Luft. Und dann brauchst du, wenn du weit draußen und die Heringe tief sind, dann sind die Heringsblei super gut. Ne? Ja, ich habe dann geguckt, was er gemacht hat. Ich habe ihn dann gefragt und so weiter. Hat er mir gesagt und so einen Blinker. Ich einen alten FZ-Blinker gefunden, habe ich auch gefangen. Ja, ja. Das viele ist Wahnsinn, hier, ne? Viele hier von den ausländischen Diseure und so, die hier sind, die noch keine Kohle haben, die gehen dann im Baumarkt und holen sich ein Baublech. Das sind die Bleche, die man nimmt, um Regale zu versteifen. So. Und die hängen die dann ein, weil die kosten halt keinen Euro. Ne? Und damit kannst du auch angeln. Ne? Es geht nicht gut, aber es geht. Ne? Hallo Kai. Krass. Naja, hier siehst du, da gibt es diese Vorfächer. Wichtig sind diese Glimmer-Geschichten und Fischhau. Ne? Das ist ja sowieso. Und das ist zum Beispiel auch ganz interessant. Das ist hier so das Angeln von meinem Vertreter eigentlich hier, der Reimer, der angelt ultraleicht. Wirklich auf alles. Damit kannst du Plattfische angeln hier. Da kannst du alles mitmachen. Ne? Heringe kannst du damit angeln. Ja. Und die haben dann Ruten von 0 bis 4 Gramm, hauchdünne Schnüre und die angeln halt so richtig auf Bock und fangen damit auch teilweise große Fische. Weißt du, was ich glaube? Da gehen auch Barsche drauf, 100%. Ja, super, gute Köder dafür. Ne? Und gerade, ich mag ja diese Perch-Farbe, weißt du? Ja, ja. So Barsche sind ja Kannibalen, die fressen sich gegenseitig. Ich finde diese Farbe so ja, schön. Ja, die sind alle sehr lecker. Ich hab wieder was gefunden hier. Hier auch, ne? Guck mal. Warum sind die eigentlich mehr so gut verpackt? Man hat sofort Lust, ne? Man kriegt sofort... Ja, man genau, darf das nicht anpassen. Ja, kennst du das steckt das an, ne? Ja, ja. Ja, Angeln, das ist ja auch, wenn du in einen Angelladen gehst, das sage ich auch immer,
manchmal so die Frauen, die hier mitkommen, die haben noch nicht so das Verständnis. Da sag ich, ihr müsst das so sehen, als wenn ihr im Schuhladen geht. Und wenn da ein paar geile Schuhe stehen, sag ich, dann ist das doch auch ein schönes Gefühl, wenn man sich die leisten kann oder kauft oder so. Und so ist das im Angelladen von Angler auch. Ne? Das ist einfach nur, haben ist besser als brauchen. Ja. Oder Handtaschen. Ja, genau. Meine Frau hat Handtaschen. Ja, so geht es. Jetzt hat sie auch wieder eine Handtasche. Ich sage, du hast schon genug Handtaschen. Ja. Sagt die zu mir, passt zu den Schuhen. Ja. Ich sage, wie Handtasche passt zu den Schuhen? Die Farbe der Handtasche passt zu den Schuhen. Ja, genau. Ich habe es nicht verstanden. Nee, das ist für uns vielleicht auch zu hoch. Aber das ist so, als wenn ich mit dir jetzt mal hier an die Wand gehe. Verfühl mich jetzt. Und sag jetzt so, das ist zum Beispiel hier so meine Lieblingsrute. Erzähl, zeig, was hast du da? Oh, was ist das schön? Da kannst du, da mache ich eigentlich alles mit. Okay. Das ist eine Shimano. So, kennt ihr der Lunames? Das ist so in meinen Augen mit das Beste, was du dir derzeit so holen kannst. Wiegt nichts. Okay. Und mit der Rute gehe ich Dorsch angeln, Heringe angeln, Zander angeln, Barsch angeln, da kannst du alles mitmachen. Und wenn du da die dementsprechende Rolle derselben Firma drauf hast. Ich mache mal den Regenschirm für euch. Ja, krass. Dann hast du, sag ich mal, das am meisten Spaß und es wiegt nichts mehr. Ne? Du hast Gerät in der Hand, was nichts wiegt. Hast du die mal angefasst? Ist das so leicht? Ich mache es mal in die Hand. Das ist ein Traum. Oh, was ist das denn? Wie bitte? 130 Gramm auf 2,90 Meter. Warte, was ist das denn? Und da ist die, das leicht? Da noch eine schöne Exzenz oder Vanquish dran, besser geht nicht. Haben wir die Daten? Halt mal bitte ganz kurz. Ich muss mal eben die ein bisschen scharf machen. Hier, die gibt es auch in mehreren Gewichtsklassen. Ne? Ach so. Ich guck mal eben, ob ich das hier scharf kriege. Ja, jetzt sieht man das. S96 ML. Genau. Und da ist auch hier so ein krasses Logo. Ja, das ist ein bisschen für die Optik. Ne? So, aber wenn du hier mit einem 70er durchfängst, mit so einem kleinen Chapeau-Gummi von Delalande. Ich meine, ist die Route leicht? Dann hat das macht richtig Spaß. Ne? Aber die kostet bestimmt auch, ne, oder? Ja, die ist nicht ganz beliebt. Ne? Was heißt das? Also was bei uns kostet sie. Was kostet sie? Guck mal, ich habe meine Brille nicht dabei. Halt mal rauf, dann siehst du das. Okay, wir gehen mal eben kurz rauf. Ja, gut, habt ihr gleich den Preis. Aber es ist schon krass. 2,90 Meter finde ich sehr gut. Kann man weit mitwerfen. Ja. Das ist aber ultra leicht. Ja, kannst du auch Mehrforelle mit angeln. Super gut dafür. Wow. Und dann halt entweder sowas hier oder fürs Meer ist dann noch die Exzenz Tick besser, ne? Meinst du? Die? Ja, die sind ja genauso leicht. Ach, die ist extra leicht gedreht. Ja. Auch so schwarz-matt. Ja. Da hat sich eine Menge getan, ne? So Wahnsinn, früher, das ist absolut irre. Und kannst du die in die Hand nehmen mal kurz? Ja, die kannst du ruhig rausziehen. Achso, kannst du da? Ja. Und die läuft auch von alleine, ne? Das ist wirklich. Kannst du. Besser geht nicht. Jetzt sag mal, wie schwer ist die? Boah, ist die leicht. Ja. Ich merke, weißt du, was ich merke? Das Zugband da. Aber ansonsten. Die Rolle selber merkst du nicht. Wenn ich das entlasse, ist das nichts. Ist das leicht? Das ist nichts. Ja. Krass. Also, wer ein bisschen bereit ist, ein bisschen Geld auszugeben, sag ich mal, und will wirklich Fun haben, oder man ist ein bisschen älter, so wie ich, dass dein Arm nicht mehr so gut ist, dann ist das hier ein absoluter Traum. Sollte man unbedingt machen. Ne? Das ist wie ein paar schöne Schuhe für die Frau. Das ist das. So, eine schöne Handtasche. Ja, ja. Man kauft sich ein Stück Lebensfreude. So ja. Muss man das eigentlich sehen. Das ist wirklich so. Ja, Wahnsinn. Krass. Ja, naja, das ist dann hier das nächste. Das ist auch mehr geworden. Ist die Makrele ist ja wieder zurück in der Ostsee. Die war ja, also in meinem Leben fand die eigentlich nicht statt. Ich bin geboren in der Zeit, wo noch die Höchstzahl der Makrelen hier war. Das war 61. Und ich sag mal so, 69 sind sie völlig verschwunden. Und die letzten 10 Jahre sind sie jetzt wiedergekommen. Und das wird viel mit diesen kleinen Pilgern gemacht. Diese Metal Cheeks, sagt man heute, ne? Ja, ich habe die Makrelen auch vor Warnemünde gefangen. Ja, genau. Direkt vom Hafen. Ist auch ein super Sportfisch. Krass. Passt rein. Krass. Und warum waren die weg? Ich habe mal gehört, das lag in irgendeiner Leitung oder so. Ja, haben sie gesagt, im Öresund. Aber also, das glaube ich nicht. Ja. Nicht, dass das. Warum ist das? Ist es so. Wir haben ja immer alle 10, 12 Jahre haben wir eigentlich so einen Salzwassereinschub in der Ostsee. Den haben wir in den 70ern und so lange nicht gehabt. Da waren es 15 Jahre.
dann ist er wiedergekommen. Dann haben wir auch immer gut Dorsche, wenn das passiert. Ne? Vielleicht hing das damit zusammen. Aber warum die in der Ostsee völlig weg waren? Warum haben wir mit einmal Köhler gehabt? Jetzt haben wir Schellfisch hier. Fängst du auch Schellfische? Ja, sind dieses Jahr jetzt richtig vermehrt da. Ne? Schellfisch mit dem Petri-Fleck. Ja, genau. Der Dorschartige. Fängst du genau. Wir haben auch, ich hatte jetzt wieder einen im Laden hier, der eine Finte gefangen hat. Die waren eigentlich ausgestorben fast. Sind kannst die auch sagen. Geschützt und so? Ja, aber es gibt es alles wieder. Ne? So ist es nicht. Also das ist nicht so, man sollte nie sagen, der Fisch ist ganz weg. Ne? Wo sind die Meereschen geblieben? Wir hatten Meereschen ohne Ende. Mit einmal waren sie von heute auf morgen weg. Die letzten 4 Jahre, sag ich mal, seit Corona, siehst du keine Meereschen mehr. Ne? Und die waren reichlich da. Ne? Wo sind sie geblieben? Aber die werden, wie von Geisterhand, sind sie auch mit einmal wieder da. Ne? Das ist so. Also das ist mit den Fischen eine hier an der Ostsee oder auch an der Nordsee, das ist eine Wellenbewegung. Bei uns das schon in der so. See gibt es diesen Binnenstint. Ja. Der Binnenstint wird nur ungefähr ich so weiß. Groß. Das ist der wichtigste überhaupt. Ja, Nahrungsgrundlage, auch für viele Barschartige und so weiter. Ja. Und der ist seit ein paar Jahren verschwunden. Und der Fischer meint zu mir, der macht das seit, ich glaube, Yogi seit 46, 47 Jahren. Der kommt irgendwann, das sind immer diese Wellen. Mit einmal ist der Stint, mit einmal brachial wieder da. Ja. Dafür hat er mehr Marien zurzeit. Ja, das ist genauso. Das hatten wir hier in unseren Gewässern, hier in Plön auch. Wir hatten ein super Barschgewässer da, wo ich früher wahnsinnig gefangen habe. Und mit einmal war der Stint weg. Von heute auf morgen, zack, war der weg. Und da waren Massen von diesen Stinten. Ne? So, und dann fährst du nach Schweden, dann denkst du so, ja, wir haben es gesagt, hier sind die Gewässer sind klarer geworden. In Schweden hast du nur klare Gewässer. Das Wasser ist total sauer, die müssen zusätzlich kalken. Aber da gibt es Stinte ohne Ende. Hätte ich nie gedacht, dass es in dem klaren Wasser so viele Stinte gibt. Und das ist, wo die sind, sind natürlich auch die Traumfische. Ne? Weil das ist Fett pur. Das ist so, als wenn wir den ganzen Tag Butter essen würden. Ja, und Gurke, ne? Ja, ja. Riecht nach Gurke, der Stint. Ja, genau, den so ist das. Ne? Ja. Ja, krass. Nee, hier gibt es ja noch geflochtene Schnüre, wobei wir das meiste über Großspulen machen. Ne? Wir spulen hier noch bei uns im Laden. Na gut, wenn man sich was kaufen will, vielleicht nur eine Spule. Ja, genau, ist auch alles da. Ersatz auch vor allen Dingen, ist auch mal wichtig, ne? Ein Thema. Ja, das sowieso. Muss man, wenn man Urlaub fährt, ja auch was mit haben. Und ja, alles an Haken. Wirbel. Auch wieder die Zirkelhuchse, die Kreishaken, da mal ganz viel. Ja. Ja. Ganz viele Wirbel. Drillinge, das ist heute auch Wahnsinn, was es da eigentlich gibt. Ne? Krass, wie viel Auswahl ihr allein an Kleinteile habt. Auch den Zovik hier, original Zovik. Ja. Das ist ein sehr guter Wirbel auch. Ja. Das war früher mal der beste Wirbel. Ne? Die gab es schon vor 30 Jahren, 35 Jahre. Ja. Wenn du Lachs angefahren bist in Norwegen, musstest du diesen natürlich. Wirbel haben. Ne? Ja. Ja, und heute die schönen Haken, die das alle gibt. Ne? Ja, es ist so. Kamagatsu hier, die nehme ich sehr gerne oder ohne. Aber das ist, da streiten sich die Götter. Ne? Heute kriegst du die Haken lackiert hier in Rot. Das waren Sachen, das hat man früher so, die Angler, die ein bisschen was wussten, die haben das selber gemacht. Ne? Die haben ihre aufwendig ihre Haken. Heute gibt es das alles fertig. Oder ne? Kennst du das noch mit dem Auge rein? Ja, ja. Auge rein genau. Mit UV-Kleber kannst du das machen und dann mit einem roten Farbtropfen da und dann hast du ein Auge wieder hergestellt. Ne? Ja. 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 Naja, diese Raubfischketten heute. Krass. Naja, denn die ganzen. Heute gibt es Gerätekästen ja ohne Ende, ne? Allein diese Spinne und sagt die auch noch. Ja, die sollte man auch nicht unterschätzen. Die sind gut, ne? Oder? Ja. Ich selber angel immer noch sehr gerne mit einer Spinne. Das ist eine der fängigsten Geschichten. Ne? Der Heinz Galling von Rudel raus, der Spaß beginnt, sagt immer zu mir, Maps ist sein. Ja, Ding. Ja, Maps ist eigentlich auch und mit der, das Beste. Der ist zum Hechtangeln gut. Das ist hier zum Hechtangeln der absolute Klassiker, sag ich mal. Mhm. Der geht immer, ne? Und der ist auch sehr gut in Größe, Maps Long Größe 3 zum Meerforellenangeln im Fluss. Was? Absolut tödlich. War schon zu meiner Jugendzeit so.
Größe 3, dann ein bisschen kleiner? Genau, okay. Das ist ein bisschen kleiner. Sag mal, habe ich hier den Long da. Der hier, der ist für Meerforelle und Lachs im Fluss vielleicht der beste. Gibt noch den heute sagt man ja Flying Kundom. Auch in Silber so, die Farbe? Die Farbe Silber oder Kupfer. Das gibt Flüsse, wo Silber gut ist und auch welche, wo Kupfer gut ist. Den gibt es seit ganz, ganz vielen Jahren. Ja, ist mit Abstand der, in meinen Augen der beste. Da bist du immer sicher, wenn du den dran hast. Genau. Ja, naja. Krass, krass, krass. Ja, und hier gibt es ja noch mal ein bisschen was für die Bootsfahrer. Wobei das Schleppangeln ein bisschen hat ja abgenommen durch die neuen Bestimmungen. Und die Trolling-Angler hier bei uns gibt es eigentlich nur Meerforelle. Hier gibt es keinen Lachs im westlichen Teil der Ostsee. Es gibt auch mal Lachs, aber das ist ganz, ganz selten. Wir haben aber keinen eigenen Stamm hier. Und das Meerforellen-Schleppen kannst du eigentlich aber auch gut ohne Downrigger machen. Da braucht man nicht so aufwendig. Da kannst du deinen normalen Köder schleppen oder einen kleinen Wobbler schleppen und fängst trotzdem gut Meerforellen. Ne? Ja, und hier hast du denn die ganzen Meerforellen-Köder. Ja, ich kenne die Zeit von noch mit Lachstrolling und so, vor Simrishamn noch damals und Bornholm und so, Gegenrüger, Puckerwiedbucht. In der Zielzone darfst du ja schleppen. Ja. Das kenne ich auch alles aus schöne Zeit. Ich hatte das Glück hier vom Blinker hier, wie hieß er noch, Götze. Und der hat über Royal Fishing, da war damals Siege Royal, Götze. Genau, da hat er dieses Angeln oder diesen Club ja ins Leben gerufen und dann wurden wir eingeladen dort zum Schleppen. Und da hatte ich meine Frau damals gerade kennengelernt und dann waren wir mit Steven Petersen. Der war seiner Zeit als Schleppangler weit voraus. Das waren Däne und der hatte ein unheimliches Wissen. Da haben wir einen super Tag gehabt, haben wir 9 Fische gefangen. Und der größte war 13,5 Kilo. Und das war der erste Fisch von meiner Frau überhaupt. So beim Trolling. Ne? Und dann hat die 1,5 Stunden diesen Fisch gedrillt und ist abends so tot ins Bett. Die ist beim Essen eingeschlafen. Ne? Das war super. Alles für die Meerforelle. Ja, und was es da heute gibt, ist absolut irre. Ne? Da gibt es immer mehr Inliner-Geschichten. Ja. Und Spinnfischen machen hier. Ja. Breite Löffel. Ja. Inline, wo die Schnur inline gefüllt wird. Der Vorteil ist, die Meerforelle kann sie nicht so los. Ja, da streiten sich die Götter drüber. Früher haben wir 2 Springringe gemacht, damit das angeblich nicht aushebeln sollte. Also ich sag mal, ich habe die Osteröffnung mitgemacht, wo wir Meerforellen wirklich in Massen gefangen haben. Aber also ich kann mich nicht erinnern, dass das besser war oder das besser war. Fische hast du immer verloren. Ne? Und das hängt mit dem Beißverhalten der Fische zusammen. Ganz deutlich beim Fliegenfischen in der Nacht hast du eine Woche lang 10 Fische am Haken, die verlierst du alle. Die sind kurz dran, oder zumindest hast du das Gefühl, sie sind kurz dran. Sie hauen dir zweimal einen Stock und weg. Und dann kommt eine Woche, da hängen sie alle, da kannst du alle landen. Und dann kommt wieder eine Woche, wo sie nur antippen. Also das hat was mit dem Beißverhalten der Fische zu tun. Ich glaube nicht, dass das bewiesen ist, dass das besser ist. Ne? Denn sicherlich ist das so, wenn du den Durchlaufköder da dran hast, der läuft ein Stück auf der Schnur hoch, wenn der Fisch schlägt zum Beispiel. Das mag gut sein, wenn der Fisch springt. Dann würde ich sagen, dann ist das so wie so ein Abschleppseil beim Schiff, dass das so ein Widerlager praktisch hat. Ne? Dass da immer Zug auf der Leine bleibt. Aber ansonsten muss man einfach. Der Fisch hat seine Chance und wenn hat er gewonnen. Das ist Angeln. Ja, genau. So hier, das waren früher der Hansen Flash. Hansen Flash und Hansen Fight. Genau, die werden ja heute nachgebaut von allen möglichen Firmen. Und das war eigentlich der Hansen Flash von der Farbe her. So, ich habe die Dinger damals aus Dänemark von Hansen selber bekommen. Der ist mittlerweile ja viele Jahre tot. Und die Tochter hat das nachher ein Jahr noch weitergemacht oder 2 Jahre und dann ist das Werkzeug verkauft worden. Das war oder ist in meinen Augen heute noch mit Abstand der beste Köder zum Meerforellenangeln. Auch die Farbe? Diese Farbe ist eigentlich die beste. Und wenn das Wasser trübe ist oder die Sonne scheint, ist schwarz-rot. Und eigentlich braucht man nichts anderes als seine Kiste. Warte. Nichts anderes als seine Kiste.
Wir müssen da was haben. Wir brauchen zwei, komm. Lass uns zwei, du hast ja zwei empfohlen, komm. Komm, dann nehmen wir die beiden. Die besten. Ja. Oder? Ja, mit Abstand. Gibt nichts Besseres. Oder der müsste ja aber Angel Joe jetzt kommentieren. Also da müssen die Leute Angel Joe kommentieren, oder? Ja. Angel Joe. Natürlich. Die können ja Angel Joe Großmann kommentieren. Ja, ja. Wollen wir das so machen? Ja, Angel Joe Großmann. Machen. Ja, natürlich. Kann man das machen? Ja. Angel Joe Großmann, guck mal. Das blende ich euch unten ein, das kommentiert. Und dann machen wir ein Paket. Wir machen nur ein Paket und einer von euch gewinnt diese ganzen Köder. Ja, das kann damit super glücklich werden. Und dann hat er Top-Köder. Vom Weltmeister. Na? Alles klar. Mensch, das ist top. Das ist top. Wahnsinn. Also, das ist krass. Es ist echt krass. Wie gesagt, es gibt Köder so viele und sie haben alle ihre Berechtigung. Alle haben mit Sicherheit schon mal eine Meerforelle gefangen. Muss man auch so alle sehen, ne? Ja, und aber ich muss sagen, wie viele auch der, das ist eigentlich mein soll ich dir mal Wein zeigen? Ja. Ja, Möhreselda. In Schweden selbst auch gefischt und gefangen. Ja, kann ich dir sagen, 10 Gramm. Die Original früher, das war ein anderes Material noch, die haben wir genommen zum Winterangeln in 10 Gramm. Das ist ja der kleinste, den das davon gibt. Und die haben wir auf die Heckplatte gelegt. So, dann fangen die an, wechseln ihre Farbe, gehen ein bisschen ins Bläuliche. Dann angelst du die einen Tag und dann werden die richtig schedderig und sehen nach nichts mehr aus. Ist im Februar, wenn es richtig kalt war, früher war es noch richtig kalt, war das ein Topköder. Habe ich von einem alten Meerforellenangler, der schon auf Meerforellen geangelt hat, da war ich noch nicht angerührt. Und das kommt wirklich, man legt ihn auf ja die Herdplatte, das echt. Ja, und dann läuft er an, ja, dann wird er so ein bisschen bläulich, schedderig. Und dann angelst du den einmal, dass er noch dieses Salzwasser hat. Und du könntest ihn auch in Salzwasser legen. Nimmst ihn wieder raus und lässt ihn ein bisschen an der Luft. Dann wird er, und das ist im Winter eine Top-Geschichte. Ne? Ich habe viele Dänen kennengelernt, die damals gab es ja diese Auswahl nicht. Die haben so, weißt du, wie ein Löffelstiel vom Teelöffel, so ein Teelöffelstiel. Sowas haben die sich aus Blei gegossen, ohne Farbe dran. Es war im Winter ein Top-Köder. Ganz einfach. Da würde nie einer. Du würdest das nie angucken, wenn du das da liegst, wenn du die ganzen schönen Farben heute siehst. Ne? Aber fängig. Das ist krass, Leute. So ein Tipp bekommt ihr hier vom Weltmeister. Mega. Also, ja, und diese hier. Kannte ich selbst noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Kannte ich ja nicht. Also, das ist so für mich. Diese gibt's. Snaps, Falkfisch-Snaps. Genau, die sind. Das hat er eingestellt. Das ist ja auch einer der ältesten Köder mit, die das gibt. Ne? Auch sehr gut, die fliegen erst rein und die merkt man an der Angel, die haben einen unheimlichen harten Lauf so, ne? Die brechen immer aus und wir haben auch nur der Köder. So, wir haben die früher immer noch so gebogen, kennst ja, du das? Ja, genau. So, man kann das hier ein bisschen genau biegen hier. Also wo das Blech ein bisschen am Biest. Da bist und dann siehst du, wie der läuft, der ja Köder im Wasser. Ja, genau. Das gibt so viel kleine Tricks. Und mit so einem Ding werfe ich 80 Meter. Ja, das ist der Vorteil, da kann man sehr weit mit drauf. Das ist übrigens ein super Köder, um Dorsche zu picken. Mit feinem Geschirr. Das kenne ich auch, ja. Das kenne ich jetzt auch. Ja, und das der heute wohl bekannteste, würde ich mal sagen, ist der Sicker. Du siehst hier. Das ist weg. Alles weg. Und das Problem ist, die Firma kann nicht liefern. Das sieht in jedem Angelladen so aus, nicht nur bei Angel Joe. Ne? Das ist von Savage Gear ein Köder. Ja, und die Firma ist ja verkauft worden an Pure Fishing. Aber Pure Fishing hat das noch nicht geschafft, die wieder zu bringen. Die Leute warten alle, ne? Ich habe mit dem noch nicht gefischt. Also das ist ein super Köder. Der hat ja zum Beispiel, was du sagtest, diese zwei Sprengeln drin. Genau. Damit der Fisch sich nicht so schnell aushebeln genau kann. Genau. Dafür ist das gemacht. Aber wie gesagt, ne, das ist Geschmackssache, ne? Auch hier ist wieder hier so schwarz-rot. Die Farbe top mag ich. Ich angle mit denen auch sehr gerne. Da hast du den Vorteil, wenn du ihn praktisch so an gestreckter Schnur einfach in Ruhe lässt, nicht mehr drehen, dann fängt er an, so wegzutrudeln. Das macht der, wo wir eben waren, auch. Und dafür ist der auch sehr gut. Damit kannst du also auch einen Spinnstopp machen. Und dann beißt die Forelle wieder gut, manchmal beim Spinnstopp oder wenn du wieder andrehst. Ne? Ja. So, und dann gibt es hier noch viele, viele Rollen, wie du siehst, von allen Firmen. Da sind einige Rollen. Ja. Wahnsinn. Was habt ihr hier alles da? Rollen ohne Ende.
Also mir kommt das Geschäft echt groß vor. Ja, also na, größer ja, so als jetzt 500 Quadratmeter. Also oder? Ich sag mal, heute ist ja 500 Quadratmeter nicht mehr groß. Zu unserer Zeit, als wir hier 1998 hergegangen sind, gab es in Deutschland nicht viele, die diese Größe hatten. So, aber wenn du siehst, was es heute für eine Warenvielfalt gibt, und du hast ja nur auch nur einen Teil davon, das ist absolut irre. Heute kannst du 5000 Quadratmeter haben und dann hättest du noch nicht alles. Denke ich mal. So viel Köder gibt es heute. Ne? So, hier, das ist auch so ein Kescher, den wir super gut verkaufen. Das ist die 4-Meter-Variante, wenn du zum Beispiel an der Schwentinemündung oder im Kanal angelst. Und man ist ja nicht mehr ganz so gut zu Fuß wie ich, dann hast du hier den Vorteil, hier hast du einen 4 Meter Kohlefaserstiel. Ne? Das Ding ist leicht, den kann man sich im Gürtel machen. Sehr gut zum Wanderangeln. Ja, und dann kannst du den wunderbar von der Spundwand nehmen. Ne? So, was aber viel gemacht wird, das kann ich vielleicht gerade mal bei dir hier so gut erzählen. Einige davon sind immer gebrochen. Da hat die Firma auch, glaube ich, sehr viele Probleme mit gehabt. Das kommt aber, weil die Fische jetzt eingelöffelt werden und dann fangen die Leute an, den hochzuheben. Das kannst du mit einem Kohlefaserstiel nicht machen. Das ist eigentlich ein Kescher, der ist super gut für eine Spundwand oder wenn du den Fisch einfach nur so über den Boden ziehst. Ne? Auf jeden Fall nicht anheben. Ne? Und das Netz ist auch gummiert? Das Netz ist gummiert, schön groß, passt ja auch ein ordentlicher Fisch rein. Und wenn du zum Beispiel bei uns hier an der Schwentinemündung angelst, hast du eine Spundwand von 4 Meter. Da ist so ein Ding unerlässlich. Wenn die großen Dorsche da sind, brauchst du so ein Teil. Ich habe das im Tournament mal gehabt, genau mit diesem Kescher. Ja. Und da war auch so eine Art Anhöhe, so eine Art Spundwand, ja, wo der Spundwandkescher eigentlich zu überdimensioniert war. Ich habe mich für den entschieden und habe den ausgefahren und habe da ein Hecht. Ich brauchte noch ein Hecht. Ja. Und habe den Hecht da drinnen, habe ausgefahren. Ja. In der einen Hand meine Angelrute und auf der linken Hand dann, ich bin eigentlich Linkshänder, eigentlich habe ich da viel Kraft, diesen Hecht da drinne und dann wollte ich ihn hochheben. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, das schaffe ich über den Hebel gar nicht. Nein, das geht wieder nicht. Runter und dann hat der Hecht im Kescher Gas gegeben und ist dann aus dem Kescher raus. Ja, das ist ein Klassiker. Aber was macht man, wenn du jetzt so mal hier so einen Fisch hast, sagen wir mal hier so, jetzt ist er da drin. Dann wird das eigentlich ja so reingeholt. Dann kann dir das, was dir passiert ist, nicht passieren. Ja, ich hätte einfach meine Rute fallen lassen sollen mit zwei Händen. Ja, genau. Aber das macht man nicht. Nein, das macht man nicht. Ich habe nachher aber dann den Hecht gefangen. Ja. Der war auch größer. Ja, das ist auch noch. Und ich habe die Competition gewonnen. Ja, das ist wichtig. Da warst du hinterher auch zufrieden. Ja, aber der Kescher ist sehr, sehr gut. Und der ist von Freestyle. Ja. Ist wirklich ein sehr, sehr guter Kescher. Und wir zeigen euch das nochmal hier so ein bisschen rein. Viele Produkte werde ich euch unten auch verlinken, dann in der Videobeschreibung, geht da einfach mal rauf. Und das direkt unten und dann kommt ihr direkt auf den. Und das Gute ist, dieses Jahr haben sie auch eine 5-Meter-Variante gemacht, die du dir selber zusammenstellen kannst, wo man auch mal den Kopf nochmal verstellen kann. Waagerecht praktisch keschern an der Spundwand. Das ist also wirklich top. Ne? Und der Stiel ist noch stabiler. Und halt nicht groß, Jan. Hier. Das ist der hier. Ach, das ist die 5-Meter-Variante jetzt. Ja. Dann hast du im Prinzip 5 Meter mit Kescherkopf, 5,50 Meter, 5,60 Meter. Ja, das muss man haben. Und vor allen Dingen leicht, wie du sagst. Eine Carbon-Kohlefaser, schön, schön leicht. Ja. Und für mich besser als der klassische Spundwandkescher, ne? Weil du kannst das besser handeln. Ne? Ja, mega. Forellen, das brauche ich auch ein Thema aus. Forelle, weil ihr habt ja so viel Paste da. Und ja, Paste haben wir. Yum-Yum. Alles das da. Sind ja diese Geschichten hier, ne? Ja. In allen Geschmacksrichtungen. Was auch ein Top-Köder mittlerweile ist, hat auch, sag ich mal, der Paste ein bisschen den Rang abgelaufen, sind die Libraluas, ne? Die sind auch in aller Munde. Ne? Übrigens auch gut zum Barschangeln. Schwimmender Köder mit Geschmack. Krass, krass, krass. Schaut euch das an, was es hier alles gibt. Da sind die ganzen, guck mal, alles voll. Alles passte. Alles passte. Und gehen die Leute hier, müssen die bei euch auch viel Forellen am Forellensee angeln? Ja, die angeln hier auch viel am Forellensee. Ne? Was wir, wie gesagt, was wir hier haben, wir haben ja den Vorteil, hier kannst du wirklich alles angeln.
Ne? Hier kannst du Karpfen angeln. Das ist bei uns aber nur ein ganz geringer Teil, die das machen. Ich nehme das ab. Komm, ich denke, das pass auf, die fallen ab. Ja, ja, Karpfenangeln ist hier ein ganz geringer Teil, obwohl alle unsere schleswig-holsteinischen Seen haben Karpfen und Riesenkarpfen. Aber das machen die Leute hier nicht, weil hier kannst du Meeresfische angeln, hier kannst du Forellen angeln, hier kannst du alles machen. Ne? Und der Karpfen ist hier nicht für uns so der letzte Fisch, den man jetzt noch so beangeln kann. Ne? Hier hast du halt alles. Ne? Und alles gute Essfische. Meeresfische sind halt beliebter. Ne? Na, ein bisschen Waller haben wir auch. Die Schwentine im Oberlauf hat ganz viele Waller. Die hat mein damaliger Vorsitzender eingesetzt. 1978. Nein. Und seitdem haben die sich über die schleswig-holsteinische Seenplatte verbreitet. Das Institut hatte auch noch ein Pilotprojekt und hatte nachher 250 Welse über und hat die dem Verein auch noch geschenkt. Und seitdem hat sich das sehr stark ausgebreitet. Wie groß sind die jetzt? Ja, die Riesen. Da gibt es wirklich. Also die Größen sind jetzt hier gefangen mit 250. Aber ich selber habe beim E-Fischen oder Ablassen der Schwentine, wenn die bei uns am Rosenfelder See, das ist ja ein aufgestauter See, und wenn die da arbeiten dran, dann kommt das alte Schwentinebett. Das ist nur 15 Meter breit. So, und dann machen die das so, wenn die das ganz runterfahren, dann haben die Elektrofische gemacht, um zu sehen, was da ist. Da habe ich selber einen beigesehen und wir waren in einem guten 3-Meter-Boot und der hatte die Größe des Bootes locker. Ne? Der hat sich nicht auf die Seite, dafür langte der Strom nicht aus, aber das war ein Riesenteil. Ne? Also die gibt es, kann man ja ausrechnen, von 78 bis heute, was müssen das für Welse sein? 78 ne? Wurde ich eingeschult, ja. Da war ich 6 Jahre. Genau, ja, so ist das. Krass. Das ist, und die werden ja alt. Die werden uralt. Ne? Und das wäre ein Riesenteil. Gut, hier ist es nicht so warm. Das wird mit Sicherheit von Wachstum her ein bisschen langsamer gehen. Aber wir hatten nach 2 Jahren damals in der Reuse einen von 1,14 Meter. Und den größten, den wir gesetzt hatten, der war 60 Zentimeter. Dann weißt du, wie die explodieren. Ja. Und hier haben wir dann so ein bisschen stiefmütterlich Karpfenzeug. Ne? Die Karpfenangler lächeln da vielleicht. Ne? Weil das ist bei uns hier, wir haben das versucht, wir hatten hier noch 3 Meter mehr. Aber Karpfenangeln ist hier nicht das unser Haupt, ne? Ja, ist bei mir auch so. Also Karpfenangeln habe ich gemacht. Ich habe diese Boilie-Angel gemacht. Ich kenne das. Wie das funktioniert, weiß ich das. Ich auch. Dass sich das da natürlich weiterentwickelt hat. Hier sind so viele Sachen hier. Ja. Da weiß der eingefleischte Karpfenangler genau, was das ist, was ich jetzt hier zeige. Ja, ja, also da muss ich aufpassen. Ne? So, es ist nicht meine Angelei, weil dieses Füttern, dieses Anfüttern und dieses... Ich mag das schneller angeln. Ja. Ja, und ich habe das als Jungen früher gerne gemacht. Wir haben noch, da gab es ja keine Boilies. Und bei mir war früher immer eine Waffe, eine Banane. Wenn du das heute erzählst, lachen die. Aber wir haben Bananenstücke genommen und die wurden dann mit einem Stück Schilf im Haken so praktisch aufgezogen. Und dann saß diese Banane. Das Schilfstück machst du da unter, damit das nicht rausflutscht beim Werfen. So, und dann ohne Pose, ohne irgendwas, 5-6 Meter raus. Und dann hatten wir auch mit Glaskartoffeln gefüttert. Und ja, das war bei uns Karpfenangeln. Ne? Aber da war auch ein 20-Pfünder ein Riesenfisch. 25er Schnur, nicht hier so ein... Heute hast du ja Schnüre, die sonst was hergeben. Das gab es damals nicht. Die gingen im Baum und dann waren sie halt weg. Und wenn das einer mal nicht machte, dann hattest du eine Chance. Ne? Das hat auch viel Spaß gemacht. Habe ich also gerne gemacht. Ja, ne? Auch mit Schwimmboot. Ja. So hochkommen. Ja, und dann die... Nee, das ist toll. Ja, super. Ja, aber ich habe ein bisschen Karpfen. Ja, haben wir auch da, ne? Also eigentlich findest du hier auch das, was du brauchst, findest du hier auf jeden Fall, ne? Und Boilies sogar alles. Ja, Pop-ups. Pop-ups. Bisschen Naturbleie hier. Ja. Ja, dann haben wir hier so Savage-Gear-Rollen, die waren jetzt gerade oder sind gerade im Angebot. Ne? Da gab es auch so eine Aktion. 2 zum Preis von 1. Naja, hier haben wir dann so ein bisschen für Forelle noch die Spoons.
Ja, das ist ja auch. Da ist ja auch eine wahnsinnige Bewegung drin, was Forellenangeln betrifft. Da hast du auch. Nimm 6, zahl 5. Guck mal, genau. Auch so eine Aktion. Angeljo. Ja, hier die Spin Maps. Auch ein sehr guter Köder, den kann man universell einsetzen, durchleihen, man kann ihn schicken. Genau. Gehen auch super gut die größeren zum Dorschangeln. Ach, damit auch auf Dorsch? Ja, kannst du auch alles machen. Und wie gesagt, es wird immer beliebter, so dieses leicht, ultraleicht. Die Farbe vielleicht auch, ne? Wieder, kommt wieder das Japanrot. Schwarz-Rot, ne? Japanrot, so, ne? Sowas. Popfarben sind sowieso gut. Im Winter immer top Köder, ne? Winterfarben sind auch für Wobbler immer rot, gelb, diese Knallerfarben. Ne? Je kälter das Wasser, je bunter die Köder. Naja, hier sind auch Spoon, Ilex, Einzelhaken. Gibt es auch in allen möglichen Formen heute. Und das man sieht hier, ne? Ganz breit und. Auch die Ilex-Wobbler sind ja auch beliebt. Ja. Bei vielen, ja. Und Shimano sogar habt ihr hier. Ist auch interessant, Shimano, guck mal. Ja, die haben auch sehr, sehr schöne Farben. Und schöne Wobbler. Ja, krass. Ja, und dann hier so die Ultraleichtruten. Warte mal, was ist das hier? Was ist hier? Ich sehe hier so einen Pokal. Was ist das? Ja, das sind so alte Schätze, die das überlebt haben. Was haben wir denn hier? Brandungsangeln. Nationales Teamangeln. Ah, hier, das war zum Beispiel mal von den ganzen Großhändlern. Das haben wir mal ins Leben gerufen. Da gab es so ein Elefantentreffen, nannte sich das. Da wurden alle Teams von den Firmen, die haben sich dann in Hohenfelde getroffen und haben einen ausgematcht. Ne? Das war auch so. Tolle Zeit. Elefantentreffen. Ja, das genau. Das gab es auch, das stimmt. Das gab es auch. Komm, ich zeig dir mal einen anderen Pokal hier. Das ist mal eine schöne Geschichte. Guck mal, allein. Oh, den Pinguin. Das ist ein Pokal? Also ich bin ja eigentlich, so für die heutigen Angler bin ich ein alter Sack. Ich bin gut 60. So. Aber du hast ein Wissen, und, das ist krass. Also und dann gab es noch ein so letztes Angeln, was ich immer mitgemacht habe. Und da kannst du halt sehen, von 10 Mal habe ich das 6 Mal gewonnen. Und das ist immer so, da sage ich immer mein Beispiel, achso, wenn Angelglück ist, was ist das denn? Ja, das ist, kommt gleich an, Dio. Und da haben die ganzen deutschen Größen eigentlich immer mitgeangelt, ne? Ja. So, und ich war schon nicht mehr im Training. Und dann habe ich mir gesagt, da komme ich einmal im Jahr und dann gucke ich euren Stand an. Ja. Mega. Haben wir immer viel Spaß auch, ne? Da wird natürlich immer so gefrotzelt auch, ne? Wie man das so sagt. Das gehört doch dazu. Ja, so ein bisschen auf die Kacke hauen, sag ich mal. Ich habe dieses Pilkangeln, dieses Kutterangeln immer gerne gemacht, weil man zwischendurch auch immer mal einen Spruch macht. Ja. Wenn ich einen Dorsch hatte und der eine hat nichts gefangen, habe ich gesagt, Mensch, das kommt vom Dosenbier. Ja, klar. Musst du nur eins trinken. Ja, und das Angeln ist ein Stück Kultur. Das bewahrheitet sich immer wieder. Ne? Was steckt im Angeln für eine Geschichte? Ja. Absolut irre. Ja. Hier, das ist auch nochmal neu für alle. Sag ich mal, Ansitzangler. Hier hast du, das gibt so in schönen Lichtern, man sieht kann, jetzt hast du Biss. Ach so, dann fängt das an, rot zu blinken. Ach, jetzt habt ihr 3 rauf gemacht, einfach wegen den Abständen. Nee, das jetzt kannst zeigen, du einfach oder? Mal sehen, es gibt die auch ohne, dass es blinkt. Ne? Das wird grün. Wenn du die Angel ausgeworfen hast, hast du einen Biss, fängt das an, rot zu leuchten. Krass. Steht das wieder, geht das wieder ins Grüne. Ein bisschen. Ich versuche mal noch mal scharf einzufangen. Ich mache mal hier gegen. Genau. Mega, ja. Und wenn er wieder ruhig wird, ist er wieder grün. Krass. Und die gibt es eben mittlerweile für die Posen. Weil da hat sich auch wahnsinnig was getan. Ne? Da oben ist ein großer Zander. Mal, ja. Das war von Heiner. Von Heiner? Ja, das war damals Familienrekord. 15 Pfund. Ja, und da oben, was ist das? Großer Lachs? Das ist von Verena. Das ist ein großer Königslachs. Oh. Im Meer gefangen, ne? Im Meer auch gefangen? Mit Mooching, falls ihr das was sagt. Nee, sag mir das. Das ist eine amerikanische Angelmethode mit Hering. Dann angelst du eigentlich wie eine Zweihand-Fliegenhude. Diese Ruten sind auch so weich wie eine Fliegenhude. Und die arbeiten dementsprechend.
So, und dann bekommst du eine Attacke vom Königslachs. Der schlägt den Fisch zweimal, meistens. Dann siehst du an der Spitze so einen Ruck. Und dann musst du 15 Puls geben. Ich sag mal, du lässt 15 Meter Schnur praktisch so raus. Das musst du dann schnell machen. Dann dreht der Lachs seine Runde und in der Zeit nimmt er ihn. Und wenn deine Schnur wieder stramm wird, dann sitzt er oft am Haken. Dieses kurze Lockermachen, das kenne ich vom Big Game. Ja, auf genau. Marlin. Ja, genau. Kurz rausgeht. Weil der Fisch wird geschlagen, der dreht eine Runde und kommt wieder und nimmt den geschlagenen Fisch. Krass, und das habe ich noch nie gefangen, den Fisch hier. Sowas habe ich noch nicht gefangen. Nee. Einer war viel in Kanada. So, wir waren auch, oder ich war sehr viel in Norwegen zum Lachsangeln. Und Heiner hat Kanada. Der hat aber immer vom Boot aus geangelt im Meer, ne? Weil die Fische dann ja viel schöner sind, ne? Blanker sind. Und die kannst du im Fluss so eigentlich nicht fangen. Dann musst du sie ganz früh erwischen. Ne? Und das hat Heiner sehr viel gemacht. Immer mit Verena. Mega. So, jetzt wollen wir noch mal nach deinem alten Angelköder gucken hier. Ne? Ja, genau. Da haben wir hier ein paar hängen. Mensch, du bist gut im Timing. Wir haben jetzt über 2 Stunden. Ja, siehst du. Das ist doch krass. Was hast du, die alte Angelköder? Ja, jede Menge. Tatsache. Ja. Schaut euch das mal an. Ich habe jede Menge. Alte Angelköder. Das war mein absoluter Favorit hier. Das ist ein Stoa-Lachsen. Du siehst, der hat auch schon ein bisschen was mitgemacht. Das ist übrigens so herdplattenmäßig, ne? Guck mal hier. Ja, ich sehe. So werden die dann. Ja. Was ich vorhin erzählt habe. Und der Stoa-Lachsen war immer, habe ich immer gesagt, wenn nichts mehr geht, du siehst die Lachse aber im Pool stehen, dann habe ich gesagt, dann hole ich den Lappen raus. Und das ist ein Riesenteil, wenn du den im Wasser siehst, als wenn sich unten ein Fisch von 3-4 Kilo umdreht. Und wenn nichts ging, hast du den rangemacht und wenn du den führen konntest, so ein bisschen so aus dem Handgelenk so ein bisschen zocken, dann macht er immer diese Bewegung unter Wasser und dann wurden die Lachse doch noch mal willig. Habe ich extrem viel mitgefangen. Alles alte Köder hier. Ja. Du sammelst also auch alte Köder? Ja, Heiner hat ganz viel Angelgerät gesammelt, macht er aber heute auch nicht mehr. Hier ist noch so ein alter, weiß ich, der war noch vor Abu, glaube ich. Ist das dieser Hildorn oder sowas? Ja, kann sein. Den habe ich. Dann habe ich. Das ist, glaube ich, ein alter DHM. Ja. Da kommt was rein, den habe ich schon. Ja, genau. Also, wie gesagt, Heiner hat so ganz uraltes Zeug hier. Da ist der Wellenpilger. Ja, das ist der alte DHM. Der alte Wellenpilger. Das ist der alte Wellenpilger? Ja. Hast du den? Der und den anderen gibt es auch noch, der Wellenpicker war eigentlich dieser hier. Hat er den auch hier? Das ist ein altes Ding. Ja. Das ist ein auch von DRM. Ja, hier, ganz alt. Guck mal, Leute. DRM sogar mit Nummer drauf. Ja. Da ist eine Nummer drauf. Und der alte Egon war von Abu, was du sagst. Ja, genau, ne? Der Egon war ja ähnlich. Und der hieß Wellenpilger? Ja, das ist eigentlich ja auch wie eine Welle so gemacht, ne? Krass. Ja, das ist ja was. Das ist was Schönes für den Koffer. Ja, genau. Mega. Lass uns mal zum Koffer gehen. Der Koffer ist, glaube ich, da vorne. Den haben wir vorne. Hier ist noch der eine Köder. Hast du die Blinker? Ja, ich habe die anderen hier. Ja, wunderbar. Wo haben wir denn die beiden kleinen gelassen? Das weiß ich nicht. Die haben wir, glaube ich, auf den Koffer gelegt, ne? Ah ja, das kann sein. Dass sie da liegen. Aber es ist ja ein schönes Fachgeschäft, was ihr habt hier. Bekleidung habt ihr auch. Jede Menge Routen sehe ich hier. Ja. Wahnsinn. Also da müsst ihr einfach mal, wenn ihr mal hier in der Nähe seid, in Kiel, kommt vorbei, hört euch die Geschichten an, die spannenden Geschichten von Günther Großmann. Und ja, eigentlich einen von uns trifft man hier immer. Dieter ist auch ab und zu mal hier und Heiner sowieso. Und Wahnsinn. Guck mal, ne? Ist schön, wenn ihr so 3 Brüder und so, die sich so über Leben lang angeln, zusammen die Meisterschaft, ist doch eine schöne Sache, oder? Ja, natürlich. Guck mal, und das hier könnt ihr, ne, den nicht, den nehme ich gleich hier weg, aber das hier verlosen wir. Das sind also die beiden Köder schlechthin von Empfehlungen vom Weltmeister. Dazu das hier noch, De La Lande, und hier auch eine, vielleicht auch um andere Raubfische zu fangen. Ist doch top. Guck mal, und der kommt dann gleich in den Koffer rein. Also liegt das natürlich da drauf. Ich kann das gar nicht wegheben, wenn wir das nicht. So, den machen wir hier rein. Zack. Mega. Krasses Fachgeschäft. Wahnsinn. Ja, heftig. Also muss ich wirklich sagen. Ja, das haben wir hier noch gar nicht bearbeitet. Guck mal hier. Das ist Großmann-Tunke.
Die kannst du auch bei Angel Joe kaufen. Das ist ein, na, ich sag, will nicht sagen Wundermittel, aber damit kannst du deine Fangchancen stark erhöhen. Also das Wort Tunken, das ist unsere Tunke, die hat Heiner und ich entwickelt für Dorsch, Aal, Plattfisch. Und die ist bekannt. Das kaufen sogar Berufsfischer hier bei uns für ihre Langleinen. Bis nach Griechenland verkaufen wir das. Erzähl was. Was macht der Berufsfischer damit oder der Angler? Der wird seinen Köder damit eintauchen. Und du wärst, also du kannst das hier zum Beispiel im Kanal, machen das ganz viele mittlerweile. Da gibt es auch genug Zweifler, die dann sagen, ja, das gibt so, Wundermittel gibt es nicht. Das muss man grundsätzlich. Aber es gibt Tage, da wirst du viel, viel schneller Biss kriegen, wenn du damit angelst. Und deine Nachbarn sehen ziemlich alt aus. Wurde nachher früher beim Meeresfischen verboten. Da durftest du mit Tunke nicht mehr angeln. Und das lag an uns. Da kommt das her. Ne? Obwohl das ja eigentlich zum Angeln dazugehört, wenn du dir sowas einfallen lässt. Beim Stippangeln ist es ja ganz normal, dass wenn du ein sehr gutes Futter hast, das hast du dir halt selber einfallen lassen. Ne? Beim Meeresfischen wurde das nachher verboten. Weil das kannst du, hat man viele gesagt haben, ist unfair, oder? Ja, ist unfair, dass du dann halt sowas hast. Ne? So was Geheimnis, obwohl das jetzt ja dazugehört. Ne? Da packe ich noch ein Fläschchen für euch dabei hier. Für den, der ja, das, mach das. Da kannst du auch Kunstköder mit einschmieren. Guck mal, Großmanns, Entschuldigung. Und ist absolut biologisch. Spezial Wurmtunke. Und da kannst du alles mit fischen. Biologisch. Da muss ich ihn gleich mal fragen, wie das Rezept ist. Das Rezept ist doch entscheidend. Aber das ist sehr flüssig. Und damit, du kannst praktisch die Ringelwürmer, die Wattwürmer oder auch Medellurs mit einreiben damit. Jetzt versuche ich mal, ob das riecht. Riecht das nach was? Nee. Das riecht jetzt durch die Packung jetzt gar nichts. Aber es wird mit Sicherheit riechen. ml drin. Und die habt ihr selbst entwickelt. Ach, es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, oder was? Ja, das ist Meeresfischen. Die ist rötlich. Daran erkennst du die. Ach, das steht hier unten auch. Ach so, okay. Und das ist Aal. Mhm. Und dann gibt es noch Forelle. Das habe ich aber im Moment nicht. Müssen wir erst wieder machen. Und das ist alles Spezialrezept noch mit ihr drei praktisch euch irgendwann mal entwickelt sozusagen im Tournament, im Wettkampf. Ja. Und so, und hier siehst du, das ist auch eine spezielle Verpackung. Da kannst du mit dem Finger so reingehen hier. Ist extra so gemacht und das reicht. Das kannst du an deinen Wurm schmieren. Lass mich mal riechen. Riech ruhig in der Flasche. Das riecht jetzt nicht auffällig stark. Nein, aber das funktioniert. Das funktioniert. Kannst du viele Angler fragen. Und da die Wattwürmer mit reintunken und so weiter? Ja, und dann Wattwürmer eintunken oder dein Kunstköder kannst du auch damit eintunken. Also beim Bootangeln kannst du das richtig gut testen. Ich habe das im Wettkampf gehabt, in einer Competition auch. Da habe ich so ein Gel. Das ist jetzt rausgekommen von Spro, dieses UV-Gel. Ja. Was UV-lastig ist und der schwarzlich, siehst du das? Ja. Und da habe ich auch die Gummifische oder Metal- und Schickspinner auch immer mit eingerieben und im Tournament immer gefischt. Das hat wunderbar funktioniert. Ja. Und die kommen jetzt raus. Auch ich glaube daran. Ja, da musst du daran glauben. Also das ist krass. Ja, also was man hier machen muss, wenn man das wirklich testen will, ich sag mal, du sitzt jetzt am Kanal zum Grundangeln, da hast du drei Routen. Dann machst du eine, die in der Mitte, sag ich mal, die stattest du damit aus. Dann wirst du sehen, bekommst du, und das ist hundertprozentig so, da stehe ich auch für, dass du garantiert viel, viel schneller Biss kriegst als mit deinem normalen Köder. Und das hat noch einen entscheidenden Vorteil, wenn du immer wieder ziemlich dieselbe Stelle anwerfst, werden sich die Fische da versammeln. Ich kann euch mal sagen, ich habe mal auf einer Nationalteam-Ausscheidung Uwe Dippmann, der ist mittlerweile verstorben, bekannter guter Angler, der stand neben mir, hat 10 Plattfische vorgelegt. Da habe ich gedacht, oh, das ist eigentlich nicht mehr einholbar. Dann bin ich irgendwann angefangen, habe ich gesagt, so, fang mal an zu tunken. War so eine Straße draußen zu sehen, praktisch in Langeland. Da konntest du sehen, wenn die Strömung, das war wie so eine Straße. Da hingeworfen und dann ging das los. Und nach einer halben Stunde hat Uwe nicht einen einzigen mehr gefangen. Ich habe 29 gehabt am Ende. Und da hat Uwe gesagt,
Alter, das Zeug, das geht gar nicht. Also das ist so, ne? Mega. Es gibt kein Wundermittel, das muss man immer mal dazu sagen. Man muss da nicht Wunder erwarten. Aber das ist messbar, ne? Dass es funktioniert. So, hier, die beiden kannst du noch mit für deine... Auf jeden Fall. Also, ihr müsst da kommentieren. Angel Joe Großmann. Und die sollen in den Angelläden, wenn man das gerne haben möchte, können sie in den Angel Joe-Läden fragen, können sie das überall kriegen. Ne? Ach, in jedem Angel Joe Deutschland? Ja, nicht jeder hat das da. Das ist ja in Süddeutschland, ist es nicht so bekannt. Aber wenn sie es haben möchten, sollen sie da Bescheid sagen, dann würde Heiner dir auch da beliefern. Ja, oder ihr kommt hierher, ganz einfach. Ja, oder so. Ihr kommt hierher, Wahnsinn, was für ein mega, mega Rundgang. Also Günther, es war Anstand. Also ich sagte das, das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Und ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Ich bin ja schon in vielen Geschäften gewesen, aber das hier, allein dein Fachwissen, sowas ist so interessant. Man ist da immer voll dabei. Und wenn euch das auch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr in der Nähe seid, bestellt bitte, wenn ihr hier im Laden seid, von mir schöne Grüße. Kommt hier vorbei nach Kiel zu Angel Joe. Eine Legende hier, Günther Großmann und auch die Brüder natürlich auch. Die sind ab und zu auch hier. Ja, ab und zu sind die auch hier. Irgendeiner von uns ist auch immer hier. Meine und die oder Verena ist da, die hat auch als Frau ein super Wissen über die Angelei. Ne? Hat viel gelernt und. Ja, mega. Was irgendeiner ist immer da. Oder meine Söhne sind vielleicht auch zufällig mal da. Ja, und ihr könnt was gewinnen auf jeden Fall. So, schöne Grüße hier aus Kiel und denkt immer daran, Zeit ist. Ja. Fisch! Genau, Mann! Kennst du das nicht? Ja, Zeit natürlich, habe ich doch gesagt. Das ist mein Spruch, du! Zeit ist Fisch! Ja, genau. Kennt der Großmann, Wahnsinn. Was? Krass, war mega. War mega. Gut. War richtig mega. Guck dir das an. Das könnt ihr gewinnen. Endstand.